Das Spiel ist klein und fein, man darf jetzt nichts Riesiges erwarten. Ich kenne es so gut wie nicht. Ich habe nur mal den ersten Tag gespielt, 10 Minuten gespielt. Macht einen guten Eindruck auf mich. Die Steam-Rezensionen sind gut. Viele Leute haben schon gespielt. Ich glaube, das ist das beste Mittelalter-Kneipenspiel, was im Moment zu haben ist. Wir haben ja schon einmal was gespielt, Traveller's Rest. Das war anders, weil man da selber so aktiv war. Das war eher so ein Zeitmanagement-Spiel, würde ich sagen. Das ist jetzt eher so klassisches Wirtschafts- und Aufbau-Management-Spiel. Und dann gibt es noch dieses andere, irgendwas mit Inn, Crossroad Inn. Das habe ich tatsächlich selbst mal getestet. Wollte es auch mal spielen, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also vom Interface und sowas alles sehr spröde. Das hier hingegen flutscht, das funktioniert. Wir spielen ein neues Spiel. Fortschritt kann gelöscht werden. Wie gesagt, ich habe nur kurz angespielt und da gibt es auch noch ein kleines Tutorial und sowas. Also das ist aber alles human. Willkommen in deiner Taverne. Du wirst für die Verwaltung, das Wachstum deines Unternehmens verantwortlich sein. Dankeschön. Das ist die Taverne. Wir lernen jetzt noch mal ein bisschen, genau, die Kamera drehen und wenden. Alles klar. So sieht's aus. Die Taverne sieht gar nicht aus wie eine Taverne. Eine Wand fehlt, es gibt keine Türen und keine Fenster. Lass uns das beheben. Das machen wir gerne, indem wir etwas bauen. Und zwar eine Wand. 50 kostet eine. Und die können wir hier einfach so lang ziehen und fertig gebaut. Perfekt. Dann brauchen wir noch eine Tür. Die kostet offenbar nichts. Die setzen wir dort rein. Wir sollen ein Fenster bauen, setzen wir dort rein. Perfekt. Jetzt noch ein paar Tische und Bänke. Hier sollen wir rausgehen, hier reingehen und können ein bisschen shoppen. Ihr seht, es gibt einige Möbeldekorationen, aber wir fangen mal ganz einfach an. Einfacher Tisch für 4 Leute für 70 Gold. Platzieren wir hier mit Y und X. Warte mal, aber eigentlich mit... Na, im Moment können wir es glaube ich noch nicht, weil wir es eh platzieren müssen hier. Das kommt dorthin, sowie 2 einfache Bänke, jeweils 50, kommen dann da, wo sich halt Bänke so hingehören. Dahin. Nein! Oh mein Gott! So, alles klar. Ganz schön laut, ne? So, wir können sehen, dass eine der Bänke nicht in einem Lichtbereich liegt. Lass uns ein Kerzenlicht kaufen, um das zu beheben. Das machen wir. Kerze kostet 100. Ja, setz das mal ins Verhältnis, Leute. Das ist ja teurer als der Tisch oder die Bank, aber Wachs ist teuer. Okay. So, wir sehen schöne Lichtkegel. Alles klar. Die Frage ist, warte mal, also das ist gar nicht. Also es muss nicht überschneiden, aber es muss halt irgendwie im Lichtbereich sein. Okay, verstehe, alles klar. Gut gemacht. Jetzt, wo wir genug Sitzplätze für unsere Gäste haben, wäre der nächste Schritt, Bier zum Servieren zu kaufen. Wir brauchen nur eine dunkle Ecke für Streicher, ja. Kneipen müssen schummrig sein, aber ich glaube, Kerzenlicht ist schummrig genug. So, raus hier. Und um das Bier zu kaufen, sollten wir zuerst in die Bar gehen. Klicke auf die Bar, um das Menü zu öffnen. Wir haben derzeit nur Wasser zu servieren. Lass uns ein weiteres Fass kaufen, um das Bier zu lagern. Leute, das ist schon mal der erste vollkommen ahistorische Quatsch. Niemand hat vermutlich in mittelalterlichen Zeiten Wasser aus dem Fass in der Kneipe verkauft, weil das ist sofort gammelig geworden. Das ist der Grund, warum es überhaupt Bier gibt. Weil durch den Gärprozess oder das Ergebnis sozusagen der Gärung ist antibakteriell gewissermaßen, tötet Bakterien ab und so lässt sich Flüssigkeit besser haltbar machen. Das Bier damals hatte so 2, 3, 4% maximal, eher 2 als 4 und war halt so das Standardgesöff, ne? Wasser ist Quatsch. So, um das Bier auszuschenken, müssen wir zuerst das Fass füllen. Klicke auf den Füllbalken, um fortzufahren. Okay, okay. So, wir können 1 Liter auffüllen, 10 Liter auffüllen oder maximal auffüllen. 150 Liter passen rein. Warte mal. Okay, das heißt, es gibt keinen Mengenrabatt, wenn ich das richtig sehe. 1 Liter kostet 1 Gold. Wir verkaufen es für 4 Gold. Ich glaube, wir verkaufen literweise. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Jetzt geht ja schon das Geschäft los, ne? Klar, muss man jetzt hier auch mal seine Marge ein bisschen berechnen. Nö, das ist schon ein bisschen mehr als Handygame. Seid doch nicht mehr gleich so kritisch. Mal abwarten. Ja, das Interface ist nicht sehr elegant. Gut gemacht. Wir haben jetzt einen Platz, auf dem
die Leute sitzen können. Wir haben Getränke, die wir servieren können. Und das Letzte, was fehlt, ist Personal einzustellen. Das machen wir. Wir öffnen das Personal-Pop-up, das ihr jetzt nicht seht, aber das ist auch komplett egal. So, hier müssen wir Gehälter bezahlen. Im Moment gibt es Optionen für Barkeeper, Kellnerinnen und Köche, wobei wir Köche noch nicht einstellen können. So, wir starten mit dem Barkeeper. Jeden Tag bekommst du neue Kandidaten zur Einstellung. Wähle einen dieser vier aus, indem du auf die Schaltfläche Einstellen klickst. Okay, also die haben Level, die bekommen Lohn. Das heißt, es gibt auch Level-Ups und sie haben Eigenschaften. Also es gibt so Standardeigenschaften, wie viele Getränke sie tragen. Dann ihre Geschwindigkeit nicht tragend und tragend. Und wie schnell sie Getränke einschenken. Außerdem haben sie noch eine Zusatzeigenschaft. Stimmung sinkt jeden Tag 20% langsamer. Damit kann ich gar nichts anfangen. Wieso sinkt deren Stimmung? Hallo, die arbeiten noch in der besten Kneipe der Welt. Zieht jeden Tag 7 mehr Kunden an. Und oder kann 8 Getränke gleichzeitig tragen. Mehr Kunden ist, glaube ich, immer eine nette Sache. Ich denke, bei ihm ist die Geschwindigkeit nicht so entscheidend, weil er nur hinter dem Tresen steht. Aber das Getränke einschenken, das scheint mir relativ wichtig zu sein. Deswegen wähle ich Hugo. Hugo ist mein Mann, würde ich sagen. Der wird eingestellt. So, Kellnerin. Du solltest jetzt eine Kellnerin einstellen und wir sind fertig. Ich finde es auch ein bisschen diskriminierend, dass der hinter der hinter dem Tresen steht, ein Mann ist und die bedient eine Frau. Das ist irgendwie merkwürdig. Nun gut. So, hier allerdings, das ist im Übrigen interessant. Also, ich kann sein, dass ich falsch liege, aber das System hier scheint zu sein mit dem Trinkgeld, dass man Trinkgeld selbst einstreicht als Boss. Offenbar darf das die Bedienung nicht behalten. Zumindest was mein erster Eindruck so war. Vielleicht bestätigt sich das ja nicht. Wir werden sehen. Gut, gucken wir mal. Also hier ist, glaube ich, jetzt, wie viele Getränke sie tragen können. Super cool. Wobei ich nicht verstehe, trägt 7 Getränke und hier steht, kann 8 Getränke gleichzeitig tragen. Wie korrespondiert das damit? Überschreibt das diesen Wert oder ist das, naja, zusätzlich wird das sicher nicht sein. Ne? Ach so. Ah, ich sehe gerade hier, das ist der Maximal. Ah, das ist der Endcap. Okay, wow. Alles klar. Ah, ich sehe gerade. Ja, 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 schon verstanden. Ja, sehr cool. Also, so viele Kunden mehr brauchen wir gar nicht. Wir haben im Moment sowieso noch wenig Platz. Stimmung wird durch Reinigung nicht beeinflusst. Auch interessant. Also, ich tendiere tatsächlich zu der Dame mit den vielen Getränken. Die scheint mir auch relativ schnell unterwegs zu sein. Wir werden Rosalien einstellen. Zack. Okay, los geht's. Wir haben alles vorbereitet, damit die Gäste kommen können. Bevor wir die Zeit zurückdrehen, wollen wir sehen, wie du neue Sachen für die Taverne freischalten kannst. Klicken Sie auf die Schaltfläche Forschung. Ja, es gibt Forschung in diesem Spiel. Und ein Forschungsbaum. Upgrades werden erforscht, indem man verschiedene Arten von Gästen bedient. Und du kannst die Kosten der Forschung auf der linken Seite sehen. Für die Küche müssen wir 25 gemeinsame Gäste bedienen. Okay, gemeinsame Gäste. Gemeinsam müssen die alle gleichzeitig da sein. Unsere einzige Möglichkeit ist jetzt, die Küche zu erforschen. Also klicke auf den Forschungsbutton, um zu beginnen. Ich glaube, das ist eine Fehlübersetzung. Ich glaube, es ist eine Fehlübersetzung. Das meint, glaube ich, dass wir insgesamt 25 haben. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also, unsere einzige Möglichkeit ist jetzt, die Küche zu erforschen. Also klicke auf den Forschungsbutton, um zu beginnen. Nachdem die Küche fertig ist, werden 3 weitere Upgrades für die Forschung zur Verfügung stehen. Ja, cool. Limo und Musiker. Nicht schlecht. Wir starten hiermit. So funktioniert die Küche. Okay, da beschäftigen wir uns jetzt nicht. Fertig ist der Lack. Die Anzahl der Gäste pro Tag sagt dir, wie viele Leute im Durchschnitt jeden Tag in deine Taverne kommen werden. Das ist der Wert hier oben. Kaufe Dekoration und verbessere deine Taverne, um diese Zahl zu erhöhen.
Die Tür ist ja offen, vielleicht fehlt sie auch, egal. Wir sind bereit und unsere Taverne kann eröffnet werden. Klicke auf die Schaltfläche Spielen, um das Spiel fortzusetzen und warte darauf, dass Kunden reinkommen. Das machen wir. Mein letzter Tipp für dich ist, dass du darauf achten solltest, ob es genug Sitzplätze gibt. Wenn alle Plätze besetzt sind, kaufe mehr Tische und Bänke. Okay, das ist nachvollziehbar. Viel Erfolg. So, da sind sie, die beiden. Da haben wir Personalinfo, ja, alles klar. Oh, schaut mal, wir können Prioritäten definieren, so wie bei RimWorld. Sehr cool. Und die ersten Gäste kommen. Wir beobachten jetzt mal ganz genau, wie das jetzt hier läuft mit der Bedienung, mit dem Wirt. Okay, er bringt Wasser. Gut, wir haben wir sollten vielleicht gleich mal... Stopp. Wir sollten hier mal... Nee, das war schon mal falsch. Hier. Gleich mal die nächste Bank hier platzieren. Beziehungsweise erstmal... Die Frage ist, wie viel Platz lässt man nachher? Das sind jetzt so Effizienzfragen. Aber ich denke, wir werden sowieso nicht zwei hinbekommen. Ob man das nachher noch verschieben kann? Ich hoffe, ne? Ja, wir beobachten mal. Ich baue es mal eng. Mal gucken. So, das passt genau. Okay, alles klar. Weiter geht's. So, wartet kurz. Mir ist ein bisschen der Soundeffekt zu laut. Den werden wir mal runterdrehen. Und dann kann es weitergehen. Warum trinken die alle Wasser? Was ist denn das hier? Na gut, 13.42 Uhr kann man das nachvollziehen. Die untere Bank ist ein zu weit weg. Ernsthaft? Okay, wie kann ich umdekorieren? Die ist überhaupt nicht zu weit weg. Leute, was erzählt ihr schon wieder? Ich mache schon wieder den Fehler, dass ich auf den Chat höre. Oh, wir haben gesehen, Bier wird ausgeschenkt. Sehr gut. Das ist auch schon besetzt, Leute. Wir müssen... Das geht ja hier rucki zucki. Okay. So, was es übrigens auch gibt, das gucken wir uns gleich mal an. Es gibt Aufgaben. Nebenbei läuft die Zeit weiter, das pausiere ich mal. Aufgaben. Es gibt, das sind so wie Tagesaufgaben. Besitze 4 Tische. Mhm. Besitze 8 Bänke. Ändere den Namen der Taverne, indem du auf das Schild vor der Taverne klickst. Und beende eine beliebige Forschung. Das gibt dann solche Bonuspunkte und dann werden Dinge freigeschaltet. Offenbar so, na, nicht nur ästhetische Sachen, auch Rezepte und so ein Kram. Ja, sehr cool. Okay, das heißt, die nächste folgenschwere Entscheidung ist jetzt dran. Wir brauchen jetzt einen guten Namen. Und? Jetzt muss ich mich entscheiden, Leute. Ich habe schon so viele gute Vorschläge gemacht. Ich finde, Steinhagel voll hat mir ganz gut gefallen. Das passt. Oder zum tropfenden Steinkrug. Mal gucken, ob das passt. Das würde auch passen. Okay. Zum tropfenden Steinkrug. Und pass auf, ich würde sagen, wir machen eine sofortige Mini-Abstimmung über diese entscheidende, spielentscheidende Frage, förmlich. Neue Abstimmung, diese beiden Optionen stehen zur Auswahl. Die erste Option ist Stein, Hagel, voll. Die zweite Option ist zum tropfenden Steinkrug. Eine Minute, Umfrage beginnt. Nein, noch nicht. Wie soll die Kneipe heißen? Jetzt beginnt gleich die Umfrage. Und los. Okay. Naja, muss noch aktiviert werden. Jetzt ist es aktiviert. Und ich bin gespannt. Oh, das ist ein knappes Rennen. So wie es aussieht. Die Umfrage ist nicht vorhersehbar. Nein. Es gibt hier sehr viele seriöse Zuschauer im Chat. Es ist sauknapp. Ein unfassbares Kopf-an-Kopf-Rennen. Kopf-an-Kopf-Rennen. Ihr seht es nicht, ich sehe es. Demokratie wird ernst genommen. Vielleicht kommt wieder ein Bot-Angriff. Oha. Es sind wirklich nur 4 Prozentpunkte Unterschied.
naja, eigentlich 8, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, ihr seht es auch, wenn ihr gewotet habt, alles klar. So, sehr knapp, aber zum tropfenden Steinkrug hat gewonnen. Alles klar. Damit ist die Entscheidung gefallen. Prima. Und wir machen weiter. Ich würde sagen, wenn wir das Geld haben und wir brauchen für den Tisch 100 und für einen Sitzplatz 50. Wenn wir 150 haben, kommt vierter Tisch und die vierte Bank. Wenn man es ganz krass reinpresst, würde man vielleicht noch 6 hier in den Raum bekommen, aber wer weiß, was jetzt noch kommt. Warten wir mal ab. Aber ich sehe gerade, das Thema ist auch abräumen, ne? Ja, okay, alles klar. Wenn der Laden zu voll ist, müssen die Preise nach oben. Können wir die Preise beeinflussen? Sehe ich nicht. Wüsste nicht wie. Wurde mir nicht erklärt. Außerdem wollen wir doch mit günstigen Preisen jetzt erstmal bei der Eröffnung punkten, würde ich sagen. Wird später noch freigeschaltet. Ah, alles klar. Sehr, sehr gut. So, 140. Bei 150 geht's weiter. Stopp. Da geht's weiter. Denn die nächste Bank kommt. In der Mitte ist aber ganz schön Platz gelassen. Wir müssen eigentlich enger stehen. Und weiter geht's. Die nächsten beiden Gäste können kommen. 17.25 Uhr haben wir es. Und das reicht schon für das letzte. So, damit haben wir das doch hier eigentlich fertig, ne? Ah, schaut mal, wir müssen das hier noch claimen. So, wir haben 4 Tische. Wir haben den Namen geändert. Wir haben 8 Bänke. Jetzt müssen wir nur noch eine Forschung beenden. Gut, alles klar. Ich würde mal sagen, jetzt lassen wir erstmal unsere Investitionen jetzt hier sich auszahlen. Steht ziemlich viel dreckiges Geschirr auf dem Tisch. Kommt sie nicht hinterher? Sie trägt hier nur ein einzelnen zurück. Das ist ineffizient. Okay, 4 Bier ist gut. Da gibt sie einen hin. Wir müssen jetzt mal darauf achten, wie es läuft. Da bringt sie einen hin. Da bringt sie 2 einen hin. Und da auch noch einen. Und nimmt nichts zurück. Hm. Also hier... Das ist hier noch keine gute Art, die Tische abzuräumen. Es gibt, glaube ich, hier irgendwo... Na, wir sehen das nachher. Können die Gäste auch sauer werden? Die lernt noch. Nee, zweite Bedienung machen wir nicht. Noch nicht. Komm, das ist... Es gibt hier irgendwie so eine Statistik verärgerte Kunden. Solange hier noch kein Kunde verärgert gegangen ist, wird hier noch keine neue Bedienung eingestellt. So, jetzt läuft's doch. Ah, Geschirr wird erst abgeräumt, wenn der Gast geht. Also insofern ist es kein Problem. Perfekto. Das passt ja. Und ich würde sagen, ich glaube, schaut mal, es wird auch dunkel draußen. Natürlich wird es... da hinten ist eine Burg. Ah, wie cool. Okay. Ich glaube, um 0 Uhr ist Feierabend. Und jetzt kommen auch nicht mehr so viele. Das ist auch ganz cool irgendwie gemacht. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns in der Nacht mal alle möglichen neuen Optionen an, wie wir umbauen wollen, ob wir irgendwas anderes investieren wollen und so weiter. So, ha! Wir haben die Forschung abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten der Küche. Hier ist ein Bonus von 800 Gold, damit du genug Geld hast, um sie zu bauen. Okay, jetzt gibt es hier eine neue Option. Küchenshop. Schritt 2, kaufe eine Küchentheke, ein Tellerregal und eine Kiste. Schritt 3, stelle einen Koch ein. Schritt 4, warte auf Kunden, die Essen bestellen. Machen wir in der Nacht, machen wir nicht jetzt. Hier ist gar keine Stadt. Hier ist irgendwie, das ist wirklich auf freiem Felde. Hier ist nur die Burg im Hintergrund. Oder soll das eine Stadt darstellen? Okay, jetzt wird es langsam leer. So, wir haben fast 1000. So, das ist unsere Tageszusammenfassung. Okay, wir haben
54 Getränke verkauft. 164 haben wir natürlich die Boni bekommen. Wow, krass. Die Auffüllung 150 verkauft, 164. Ja gut, aber da ist wahrscheinlich noch viel Bier über. Das ist das, was wir gekauft haben, ja. Und wir sehen, es gibt unterschiedliche Kundentypen. Du bekommst diese besonderen Gäste, indem du Veranstaltungen organisierst und die Essensbewertung verbessert. Ja, Leute, wir machen alles an. Ich vergesse gar nichts. Wir haben doch jetzt in der Nacht in Ruhezeit alles zu machen. Eine Lampe brauchen wir noch. Okay, guter Hinweis. Selten Gold königlich. 16 Sitzplätze, durchschnittliche Belegung 100%. Krass. Durchschnittliche Aktionsdauer, Getränke servieren 9,7 Sekunden. Okay. Keine verärgerten Kunden, insofern reicht das mit der Bedienung erstmal komplett. So, das heißt, das finde ich sehr angenehm, weil es auch wirklich gemütlich ist, dass man den nächsten Tag mit Knopfdruck beginnt. Wir können uns also jetzt viel Zeit lassen. So, erstmal werde ich hier die Tagesbelohnung holen, aber wir haben nicht die 10 erreicht. Ging auch gar nicht, alles gut. So, neue Forschung. Ich habe noch immer nicht ganz verstanden, was das ist. Du bekommst diese besondere... Ach so, wir brauchen nur 20 so, 15 so oder 40 so. Ich verstehe. Musiker, 7 Gäste mehr am Tag oder Limonade? Musiker ist geil, aber... Für Musiker braucht man natürlich auch eine große Kneipe. Wahrscheinlich muss man die auch bezahlen. Limonade scheidet aus. Nein, scheidet natürlich nicht aus. Also ich schätze mal, Musiker ist etwas, wenn man eine größere Kneipe hat. Und warum sollte man Musiker holen, wenn die Leute sowieso kommen? Also wenn unsere Auslastung 100% ist, brauchen wir keine Musiker. Sage ich jetzt mal als Businessmensch. Musiker braucht man, um die Leute herzulocken, damit es 100% wird. Also, ich tendiere dazu plus 7 Gäste am Tag. Wobei, auch das ist natürlich ein Problem, weil wir eine volle Auslastung haben. Gut, wir werden jetzt ausbauen. Ne? Wir werden vermutlich ausbauen. Die Frage ist, wie viel werden wir uns da leisten können? Ich würde tatsächlich zur Limonade tendieren. Scheint mir das Sinnvollste im Moment zu sein. Klingt langweilig, aber ich mache das. Okay, das hätten wir. Wir können jetzt Köche einstellen. Gut, das müssen wir jetzt mal sehen. Also, jetzt mal kommt die große Planungsphase. Wir können jetzt hier Küchensachen kaufen. Ein Tellerregal, eine Theke, eine Kiste, das ist alles noch nicht freigeschaltet. Das kostet uns 350. Das Blöde ist, die Theke ist ziemlich groß. Das heißt, eigentlich müsste man direkt schon ausbauen. Ja, würde ich mal so sagen. Das ist die Maximalgröße, wie die Kneipe groß werden kann. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt ausbaue, würde ich jetzt auf jeden Fall auf eine Seite quasi in die Maximalbreite gehen. Die Theke zum Abholen der Speise sollte knapp bei der Abholstation der Theke sein. Ah, okay, weil es dieselbe Bedienung macht. Ja, das verstehe ich. Dann brauchst du ja nicht hin und her gehen. Okay. Dann... Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können, aber ich würde gerne bis hier hinten bauen. Vielleicht sogar so. Aber... Da müsste man... Ach ja, da könnte man den Teil nach hinten verschieben, ne? Kann man ja bestimmt alles verschieben. Okay, wir probieren es mal. Wir bleiben erstmal im gleichen Baustil. 50, 100. 150, 200. Das reicht nicht, oder? 350. Wir brauchen ja noch was für Tische und so was alles. 350. 550. Ich tendiere dazu, tatsächlich erstmal ein weiter zurückzugehen. Verschwendet man zwar ein bisschen Geld, aber ich glaube, anders passt das nicht. Naja, wir gehen nur ein zurück. Ich habe es zwar jetzt nicht berechnet, aber ich glaube, das kommt hin.
Wie kann man eigentlich abreißen? Das sollte ich vielleicht vorher mal klären. Gibt es hier irgendwie die Abreißfunktion? Entfernen. Wand mit X. Ach so, ja, logisch. Okay. Kriegt man ein bisschen Geld zurück? Ja, man kriegt Geld zurück. Ja, das ist ja dann easy. Scheiße, hätte ich doch nach hinten bauen können. Naja, wir fangen bescheiden an. Wir fangen bescheiden an. Hätte ich das gewusst, das ist 35 zu... Ach nee, wir müssen ja auch noch Fußboden machen. Ah, haha. Bodentextur. Kostet aber nichts. Okay. Lehrgeld, genau. So ist es. So. Kann ich jetzt... Wie kann ich das jetzt machen? Ah, cool. So, Küche, Theke. Da steht der Koch, da steht die Bedienung. Ja, die Frage ist, wo das Wandregal noch hinpasst. Na, mal gucken. Wir wollen es mal nicht ganz so klemmig bauen. Gucken wir mal. So, Tellerregal. Kann das direkt dahinter stehen? Kann das so in die Wand? Oh ja, schaut mal. Wäre irgendwie sinnvoll, wenn das so steht, ne? Wir bauen das in die Wand mit rein. Keine Ahnung, ob es funktioniert, ob der Koch noch Platz hat. Wir probieren's. Okay. Geht nicht. Alles klar. Das heißt... So würde es gehen. Hm. Kiste. Die Kiste ist ja verdammt groß. Wozu ist eigentlich die Kiste gut? Die Richtung der Kiste. Ich habe keine Ahnung, wozu die Kiste dient. Ich sehe, wir müssen hier einiges umbauen. Das ist alles zu... Ach, man muss wahrscheinlich von beiden Seiten ran. Da sind die Rufe an drin. Ja, und wo kocht er? Okay, pass auf. Wir müssen hier umbauen. Das passt so nicht. Ah, ha, ha, wartet. Wir stellen das alles... bisschen hier hin. Direkt an die Wand? Nee, das sieht ungemütlich aus. Also, wir können uns ja eh noch nicht mehr leisten. Dazu kommen wir später. So. Also ich vermute mal, dass von beiden Seiten man irgendwie rankommen muss. Deswegen stelle ich die Kiste jetzt irgendwie dahin. So, das wäre es erstmal. Jetzt haben wir noch 413. Und davon... Ich glaube, wir brauchen keine Lichter. Es ist alles ausgeleuchtet, außer hier hinten. Da bräuchte man vermutlich noch ein Licht. Genau. Ja, das müsste reichen. Und dann... Was können wir uns noch leisten? Genau eine Bank vermutlich. Einen Sitzplatz. Ja. Ja. Wollen wir es. Es gibt natürlich auch größere Sachen, ne? Aber das können wir uns alles noch nicht leisten. Wir können das mal so rumbauen. Direkt vorm Eingang auch ziemlich ungemütlich. Direkt vorm Tresen auch merkwürdig. Aber wir machen das mal so. Wir probieren mal ein bisschen rum. Halt. So, 134. Koch. Genau, Koch brauchen wir auch noch. So, Koch. Okay, also... Zwei Suppen gleichzeitig zubereiten. Ja, ist die Frage, was ist das eigentlich für ein Essen und sowas alles? Das habe ich ja noch gar nicht, ne? Gewinnt zweimal schneller Erfahrung, dann kostet er uns aber auch mehr. Zwei Suppen gleichzeitig zubereiten, erhalte zwei Bonus für jede servierte Suppe. Hm. Zwei Suppen gleichzeitig zubereiten finde ich irgendwie krass. Klingt irgendwie krass. Allerdings Fähigkeit für Hauptgericht... Ja, das sind...
2 Gold Bonus für jede servierte Suppe. Klingt auch gut. Und der hat hier sehr gute Fähigkeiten und ist auch sehr schnell. Also, aber ist das Gehen? Ich nehme Jack. So. Und jetzt ist die große Frage, wie läuft das jetzt mit dem Essen? Was können wir jetzt eigentlich hier anbieten? Ah, okay. Da gibt es schon irgendwas basismäßig. Weizen, Obst, Fleisch, Gemüse. Diese Zutaten bekommt man über Abenteurer. Okay, und hier gibt es ein Menü. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig verstehe, Apfelkuchen, Sahnebrötchen, Obstschale, Kirschtorte. Und das benötigen wir dafür. Und Brot ist rot eingestellt. Warum ist Brot rot? Weil es ein Hauptgang ist. Alles klar. Und unser Suppenexperte kennt noch keine Suppen. Na toll. Okay, alles klar. Gut. Vorfall? Was auch immer das bedeutet. Okay. Umskillen. Gut. Sahnebrötchen, das ist ja auch echt. Ja, okay. Sehr nett. Dann würde ich sagen, gibt es noch irgendwas, was wir machen wollen? Ah, warte mal, wir können aufleveln, glaube ich. Oder? Ja, wir können aufleveln. Das Problem ist, dass er natürlich da auch richtig fett viel mehr Lohn bekommt. Ist das der Tageslohn? 7? Vermutlich, ne? Ah, da wollen wir mal nicht so knausern. Kommt. Wir leveln ihn auf. Er soll einfach noch mehr Getränke einschenken. Noch schneller werden. Sie wird auch aufgelevelt. Und soll tragend schneller werden. Fertig. Okay. Gut. Wir gucken mal ganz kurz, einfach nur so Interesse halber, was es so alles gibt. Also wir können halbhohe so Seitenteile bauen. Sowas, sowas, okay. Geländer. Wandtexturen können wir anders gestalten. Das sieht da richtig vornehm aus. Bodentexturen mit Stein machen oder hier. Auch cool. Gut. Was gibt's noch? Bei den Geschichten, also bei den Tischen. Also das gibt uns mehr. Dieses Blaue ist Ansehen. Das heißt, man kann auch einen Zweiertisch. Aber warum ist eigentlich ein Zweiertisch attraktiv? Ah, ein Zweiertisch bringt mehr Ansehen. Ich verstehe. Das ist ein starker Vierertisch. Okay. Langer Tisch für 8 Leute. Schwerer Tisch für 4. Okay, das heißt, es gibt einfach bessere Tische. Die sind teurer, bringen mehr Ansehen. Ein paar Fenster könnte man vielleicht noch einbauen. Ja, gute Idee. Luxustisch. Okay, den kann man noch. Da kann man noch die Farbe ändern. So, Sitzplätze gibt es wahrscheinlich die Pendants entsprechend. Deluxe Bank. Holzstuhl. Bequemer Stuhl. VIP-Stuhl. Luxushocker. Luxusbank. Okay. Dekorationen. Pflanzen. Globus. Fass mit Schriftrollen. Was heißt diese Werte 0,7, 2,1? Fass mit Waffen, Rüstung, Bücherregal. Kamin. Oh, das ist ja nett. Banner, 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 Banner. Diverse Banner, Schilde, Garderobenständer. Tassen an einer Wand. Ah, das sind zusätzliche Gäste. Okay, wow. Das bringt sogar zusätzliche Gäste gut. Malereien, die auch zusätzliche Gäste bringen. Ah, das ist super. Okay, Lichter. Die bringen alle plus 50. Sind aber teilweise teurer. Vielleicht werfen sie dann mehr Licht. Spezial. Bar, das ist das, glaube ich, was wir haben. Musikerbühne. Abenteurertisch, Forschungstisch. Vorratslager, Treppe, breite Treppe, Wendeltreppe. Okay. Küchen sind die Sachen. Ja, gut, das muss man freischalten.
Und dann gibt es noch Teppiche. Teppich in der Kneipe? Naja, okay. Okay, da gibt es diverse. Tierfell. Gut, dann haben wir erstmal alles gesehen. Die Bar kann noch eins zurück, wurde mir gesagt. Ernsthaft? Na gut, das können wir nochmal austesten. Ja, tatsächlich. Okay, ich würde sagen, wir werden das mal so ein bisschen Roleplay-mäßig machen, dass wir die großen, also Kleinigkeiten machen wir. Wir können den nächsten Tag beginnen. Aber so die großen Umbaumaßnahmen machen wir dann immer nachts. Das finde ich ganz, ganz passend. Ach, es geht 7 Uhr los. Und was sind die Tagesaufgaben? Bediene 20 Kunden, sollte kein Problem sein. Besitze 13 Bänke. Wir haben es schon 10, kriegen wir hin. Erhöhe das Level eines beliebigen Mitarbeiters. Verdammt! Das haben wir zu früh gemacht. Aha. Fülle 100 Liter beliebiger Getränke nach. Das könnte ein Problem werden. Limo! Stimmt. Limo. Limonadenfass ist nicht möglich, weil wir kein Geld haben oder weil es... Vermutlich, weil wir kein Geld haben. Okay, müssen wir uns erst Geld für Limo verdienen. Hm. Die Limo habe ich doch gar nicht erforscht, Leute. Wir sind doch noch am Forschen. Ja, chat mal wieder. Warum habe ich eigentlich die Bänke jetzt maximal weit weg von der Theke gestellt? Damit unsere Kellnerin ordentlich an Lauferfahrung gewinnt. Okay. Was macht sie da für eine... Ach, sie gibt ihm weiter, was er kochen soll, Leute. Aha. Oder? Keine Ahnung, was sie da gerade macht. Bin mal gespannt, ob sie das allein stemmen kann. Kiste ist falsch rum? Ah, okay. Alles klar. Die Kiste ist definitiv falsch rum, ja. Das müssen wir nochmal kurz ändern. Den Schrank verrücken? Ja, den Schrank müssen wir auch noch verrücken. Er kommt da irgendwie nicht durch. So. Alles gut. Okay, Kneipe ist voll. Ich denke, wir sind schon so weit, dass wir schon mal wieder... Also wir holen jetzt hier alles raus. Wir quetschen den Laden aus, Leute. Kommt der nächste Tisch hier an den Start. Eigentlich könnten wir damit auch noch ein Stück zurück. Die Kiste sollte beim Tellerschrank stehen, sagt ihr. Ja, vielleicht eine gute Idee, ja. Mir war ja überhaupt nicht klar, wofür die Kiste gut ist. Halt, wir können uns direkt schon die Bank leisten. So, gucken mal kurz. Ja, okay, wir tauschen das aus, Leute. Guter Hinweis. Ein paar Optimierungen machen wir jetzt hier noch. Also, wir bringen das ein bisschen hier rüber. Ah, wartet mal. So. Das ist wahrscheinlich jetzt das Beste. Okay. Jetzt könnte man vermutlich noch die hier so weit rüberrücken, dass wir in der Mitte noch mindestens 2 Bänke reinbekommen. Es sind alle, fast alle Tische besetzt. Bin mal echt gespannt, ob sie das vom Servieren her hinbekommt. Sind wir eigentlich hier so weit? Wir haben 12 von 13 Bänken. Hä? 13 Bänke? Was ist denn das für ein Quatsch? Na gut. Die Getränke sammeln sich doch immer. Die gehen doch erst weg, wenn die Gäste gehen. Leute, haben wir doch festgestellt. Auf der Bar. Ach so. Ah, okay. Das ist ein Argument. Warum geht sie jetzt ohne Getränke los? Sie kann echt 7 Getränke tragen und... Ach so, weil sie erst...
Ah, okay, ja. Wir brauchen vielleicht eine neue Bedienung. Gebe ich zu. Ich bin geizig. Aber sie kommt nicht klar, Leute. Sie kommt nicht klar. Also mehr Kunden brauchen wir im Moment nicht. Plus 5 Trinkgeld für jedes servierte Essen. Ah, pass auf. Dann nehmen wir sie als Essenskellnerin. Das können wir in den Prioritäten irgendwie einstellen. Das machen wir. So, wo war das nochmal mit der Personaleinstellung? Also sie muss erstmal kommen, ne? Da ist sie. So, pass auf hier. Du machst prioritär. Bitte Essen. Ja, und die andere macht prioritär Nicht-Essen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist jetzt Rosalien, okay. Und das ist Lana, genau. Perfekt. Die fehlende Bank stellen wir nicht in die Ecke, sondern wir quetschen hier einfach noch ein paar Kunden rein. Wir müssen noch, ob man umräumen kann, während die da sitzen, oder ob die dann sauer sind. Wir müssen jetzt doch ein bisschen effizienter sein. Wir ziehen denen die Bank unterm Arsch weg. Ach nee, da passt das nicht hin, Leute, oder? Mal gucken, was jetzt passiert. Oh mein Gott! Scheiße! Okay. Na gut, das nehmen die Kunden einem übel. Ja. Okay, alles klar. Das war Lehrgeld. Komplett engstellen. TripAdvisor 1 von 5, ja. So, wartet mal. Wie können wir jetzt hier. Ne, da kommt keine. Kann sie da durch? Nee, ne? Das geht nicht. Im Prinzip müssten wir so arbeiten. Aber da sitzt jetzt einer. Der muss eigentlich mal weggehen. Geh mal weg. Ja, die Idee ist, in der Nacht zu machen, ist super. Aber ich dachte, so eine Kleinigkeiten. Das ist, schaut mal, der bleibt alleine. Der ist ein Priester. Ah, nee, jetzt kommt einer. Die Kellnerin brauchen keinen Gang. Oh ja, Leute, wir verdienen unser Geld. Oh, wir haben schon das nächste Ziel erreicht. 20 Kunden bedient, sehr schön. Damit kriegen wir 100. Beansprucht, okay. Wir müssen noch irgendwie 100 Liter nachfüllen. Ist da über. Warte mal, Bier. 10 können wir noch gar nicht, aber am Ende des Tages vielleicht. 19:52 Uhr. Wir können die Bank auch erstmal in die Ecke stellen. Okay, das war unglücklich angegangen. Das könnten wir jetzt noch bewegen. Leute. Ah, Limo. Limo ist am Start. Limo ist am Start. Komm, jetzt nehmen wir die 7 Gäste am Tag und wir gönnen uns jetzt mal Limo und den Gästen. 200 gekauft und wir füllen es auch maximal auf. Kommt, dann haben wir das. Und damit müssten wir das nächste hier erreicht haben. Sehr schön. Erhöhe das Level eines beliebigen Mitarbeiters. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das diesen Abend noch möglich sein wird. Okay, pass auf, Leute. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich kaufe jetzt einfach erstmal so eine Bank, nur um die Quest zu erfüllen. Und wir beobachten mal, das finde ich jetzt mal interessant, wie die sich verhalten, wenn jetzt hier die Bank steht. Kommt der da raus? Ah, schaut mal. Krass. Man muss also keinen extra Platz lassen. Okay. Damit besitzen wir auch 13 Bänke.
Gut, also heute Nacht werden wir auf jeden Fall hier den Platz mal so richtig optimieren. So teuer wie Bier im Einkauf, Preis aber nur 3 Gold statt 4. Eindeutig schlechter als Bier, wer hätte das gedacht? Achso, habe ich gar nicht drauf geachtet. Guter Hinweis. Aber ich glaube, Vielfalt ist immer gut. Vielleicht wisst ihr was? Das trinken die Leute, die sonst Wasser trinken würden. Und dadurch machen wir halt mehr Geld. Ich denke, das ist der Grund. Können wir eigentlich jetzt mal schon jemanden wieder aufleveln? Was war das? Nee, XP. XP ist noch nicht... Ah, wir kriegen diesen Teil der Tage. Ich war zu früh, echt? Oh, wir haben plus 7 Gäste am Tag noch bekommen. Und wir könnten Sonderveranstaltungen, aber jetzt starten wir mal die Musikerforschung. Okay, alles klar. So, damit geht ein schöner Tag in der Kneipe zu Ende. So, wir haben 64 statt 54 Getränke verkauft. Die Boni können wir mal vergessen. Essen hat richtig was gebracht. Essen hat mehr gebracht als Getränke. Sehr gut. Gehälter 32, Käufe, Auffüllung. 90%. Ja, das kommt, weil die Leute ein bisschen sauer waren. Die Durchschnittsaktionsdauer sind deutlich nach oben gegangen. Verärgerte Kunden. Naja. Das war hausgemacht. Ich weiß, das lag an den Bankversätzen. Naja. Okay, prima. So. Jetzt ist die große Frage. Was machen wir eigentlich jetzt? Wir haben nicht so viel Geld. Ich glaube, wir werden jetzt diesen Tag dafür nutzen, einfach mega Geld zu scheffeln, indem wir jetzt hier so viele Gäste reinpressen wie möglich. Das ist... Ich will es aber auch schön haben. Zwei Seelen schlagen in meiner Brust, Leute. Wollen wir... So, okay, passt auf. Wir machen das so. Wir gucken mal. Wir können in der Mitte dann vielleicht noch so Stühle bringen. Das wäre auch ganz cool. Es war dann nicht hundertprozentig optimiert, aber so einen kleinen Tisch mit jeweils 2 Stühlen würde auch fetzen, oder? Aber wir wissen ja, wir können das jetzt so zusammenquetschen. Okay. Dann bringen wir hier eigentlich noch einen rein. Ja, das machen wir. Ah, der Rubel wird rollen. Da passt auch noch was rein. Oh mein Gott, wir werden so viel Geld verdienen. Das ist nicht eng, das ist urig, ja. Tische können noch ein weiter. Okay. Wartet mal. Das ist sogar hier relevant, weil wir sonst da bei der... Oh, wie habe ich das jetzt gedreht? Weil wir sonst in der Tür stehen. Das ist nämlich hässlich. Ach Mensch. Pass auf, dann ziehen wir die tatsächlich noch ein weiter ran. So, 209. Was mache ich hier? So, passt doch perfekt. Und eine Bank können wir uns noch leisten. Das Blöde ist natürlich, jetzt kaufe ich das alles schon und dann kommen wieder die Tagesaufgaben. Und dann gilt das nicht. Das ist ein bisschen doof, ne? Den Platz für die Musiker nutzen, das ist auch eine gute Idee. Die könnten wir da in der Mitte packen. Ja, das ist eine gute Idee. Da können wir vielleicht schon mal gucken. Wo waren das hier mit dem Musikerbereich? Wir werden ja bald die Musiker bekommen. Die Frage ist, ob wir sie brauchen oder haben wollen. Spezial. Musikerbühne. Ja, 8x8. 1, 2, 3. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich am nächsten Tag einfach umbauen, würde ich sagen. So. Wir müssen mal noch hier reingucken. Was haben wir noch? Weizen ist ein bisschen knapp. Da gönnen wir uns Fleisch, Gemüse, gönnen wir uns nochmal das. Und dann kann es eigentlich losgehen, oder? Ja, okay, warte mal. Ja, stimmt. Das Problem ist ja wegen des... Ja, wartet, Leute. Wir können ja dann nicht weiter umbauen. Deswegen müssen wir das auch schon mal hier vernünftig machen. Die Frage ist, was ist besser? So
Ja, vielleicht machen wir es doch so. Kriegen wir nämlich da auch noch einen kleinen Tisch rein. Okay, also wir könnten jetzt hier kleine Tische machen, da kleine Tische machen. Oh mein Gott, das wird mega gut. Da könnte man vielleicht auch noch Stühle bringen, das stimmt, ja. Wir haben bloß, glaube ich, das Geld jetzt nicht, aber ich glaube, möglich wäre es. Könnte sein, aber na, mal sehen. Wir machen das jetzt mal so. Die Küche hinter die Theke. Ich würde sagen, wir verdienen jetzt erstmal wieder Geld. Was sind die Tagesaufgaben? Habe einen Durchschnitt von 0,05 Sternen für Essen. Okay. Bereite Sahnebrötchen 11-mal vor. Besitze 2 Dekorationen. Erhöhe das Level eines beliebigen Mitarbeiters. Okay, Dekoration. Das werden wir hinkriegen, ja? Und was ist mit den Sa. Warte mal. Kann man das irgendwie Sahnebrötchen. Kann man das irgendwie. Wie kriegen wir denn eigentlich die Sterne? Durchschnitt 0,0. Ah, okay, wir bekommen wir von besonderen Gästen. So schnell geht das also noch nicht. Vielleicht kann ich die Tische noch übereinander stapeln. Ja. Ja, die Tische sind hinten nicht symmetrisch. Das ist egal. Mich stört es nicht. Und ich bin hier der Wirt. Der Koch ist noch nicht gelevelt. Ah. Der kann auch noch nicht gelevelt werden. Aber bald. Bald können alle möglichen gelevelt werden. So. Ich würde sagen, der Rubel rollt. Im Moment sieht alles gut aus. Getränke sind da. Der Balken über dem Essen füllt sich und dann gibt es Sterne. Der Balken über dem Essen. Das hier. Okay, das sieht aber so aus, als ob es die Anzahl der gemachten Essen ist, ne? Wo wird hingepullert? Das ist eine gute Frage. So, ich bin mal gespannt, ob wir den Laden voll bekommen. Aber ich denke, wir werden dann erstmal in Deko investieren. 224. Und die Frage ist, was? Dekorationen. Vor allem auch wo? Also das Gute an an dem Banner ist ja, dass man es so in die Ecke bringen kann. Kostet uns 75. Das ist irgendwie ganz nett, oder? Globus ist Pflicht. Ja, das Problem ist, gut, man könnte ihn hier vorne hinstellen. Ja, der Globus ist schon cool. 150. Bringt 2,1 mehr Kunden. Aber er ist irgendwie. Ja, er ist schon cool, Leute. Kommt, wir gönnen uns den Globus. Wir packen ihn hier hin. Und dann gönnen wir uns noch ein Banner, das wir hier in die Ecke stellen. Farblich nehmen wir das Blaue hier. Ah ja, okay, das wird an die Wand gemacht. Nein, das geht nur an eine Säule. Aha, so geht das. Okay, dann würden zwei davon Sinn machen. Aber das Blaue ist vielleicht dann doch nicht so schick. Ich gucke mir das mal an. Ja, das fällt auch nicht auf. Oh, das sieht anders aus. Das Rote gefällt mir eigentlich besser. Ja, machen wir mal eins ran. Das andere werden wir uns das leisten können. So, damit haben wir das erfüllt. Und wir haben die Bodenfliese als Deko. Es wäre vielleicht ganz cool, wenn man hinter dem Tresen, wenn man da irgendwas anderes hätte. Ah, das fände ich ganz schick eigentlich. Gucken wir mal kurz. Ne, das war hier. Können wir das jetzt umbauen? Ah, ne, wir machen solche Umbauaktionen. Machen wir jetzt nicht. Wir haben noch irgendwas. Achso, die Bodenfliese müssen wir noch claimen. Naja.
Die Farbe des Banners konnte ich ändern. Ja, habe ich gesehen, ja. Wollte ich aber nicht. Ich habe die Farbwahl bei diesem einen Banner, ne? Bei dem, wo das angezeigt wird, ja. Bei diesem habe ich aber keine Farbwahl, weil das mit Muster ist. Und ich wollte das ein bisschen edler haben als so ein blankes Ding. Ist unsere Forschung an? Ja, wir forschen an den Musikern. Und wir können aufleveln. Und das machen wir jetzt beim Koch. So. Also wir können noch keine Suppen, deswegen ist das so eine Sache. Wir haben viele Desserts. Ich würde sagen, wir steigern seine Dessertfähigkeit. Und damit haben wir das nächste. Die nächsten zwei Punkte. Okay, also der Laden ist gut gefüllt, aber nicht zu 100% voll. Das ist schon mal, das ist insgesamt, finde ich, okay. Also hier wird es ein bisschen knapp, habe ich das Gefühl, beim Bedienen. Müssen wir da reagieren, müssen wir mal beobachten. Noch eine dritte Kellnerin. Eine der Kellnerinnen kann auch gelevelt werden. Oh, ja, warte mal, das könnte jetzt schon die Hilfe sein. Rosalin. Machen wir mal. Ich weiß gar nicht, mit diesen 8 Getränken, das braucht sie, glaube ich, nur. Sie bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Wir machen es mal, keine Ahnung. Ja, das sieht doch gut aus. Schaut mal, da trägt sie ihre 8 Getränke hervorragend. Okay, ich denke, wir wollen ja diesen Tag richtig Schotter machen. Das bedeutet, wir werden jetzt keine Kellnerin einstellen. Aber es leert sich auch schon wieder langsam. Also es ist immer nicht ganz voll. Insofern ist eigentlich kein Grund, noch weitere Stühle hinzupacken. Noch ein Level-Up möglich. Barkeeper. Ach komm, wir machen immer Level Up, solange den Lohn, den können wir uns leisten. Wobei, eigentlich, der kommt ja offenbar hinterher, ne? Was sollen wir bei dem noch ein Level Up machen? Sonst kriegst du den Bonus nicht. Den Bonus habe ich doch schon. So, jetzt wird es aber hier ein bisschen kritisch. Ein bisschen krückisch. Ich kann die Preise noch nicht erhöhen. Ja. Nee, das muss diesen Tag muss das noch laufen. Also, aber wir merken, wenn wir mehr Gäste kriegen, dann brauchen wir doch noch eine Kellnerin. Okay, wir haben die Forschung. Wir haben die Musiker. Sonderveranstaltung. Starten wir die Forschung. Hat der Koch noch Zeugs in der Kiste? Gute Frage. Ah, wird langsam ein bisschen knapp, ne? Wir kaufen mal ihm voll Weizen. Obst. Kann er wieder arbeiten. Okay, jetzt leert sich das Etablissement. So, ich würde sagen, von der Kapazität war das jetzt erstmal gut. Von der Bedienung auch alles solide. Hat gut geklappt. Nächster Schritt müsste es vermutlich sein, jetzt die Musiker zu integrieren. Plus ein paar mehr Sitzplätze. Dann vielleicht noch eine Kellnerin. Wenn dann der Laden voll wird. Okay, gucken wir uns mal die Statistik an. Also, wir sind... Vergleichen wir mal. Getränke sind wir auf 87 gekommen. Essen 18 statt 15. So viel mehr war das gar nicht. Der Rest interessiert mich nicht.
32 Sitzplätze haben wir. 87,5%. Getränke servieren hat deutlich länger gedauert. Essenbestellungen aufnehmen ging schneller. Essen zubereiten ging auch schneller. Essen servieren auch. Ja, okay. Hey! Willkommen hier. Hallo Pretty Old Pixel. Ich habe vorhin schon angekündigt und ich kündige es jetzt direkt nochmal an, wo du nochmal reinschneist. Schön, dass ihr da seid. Wir haben am nächsten Dienstag, genau in einer Woche, einen gemeinsamen Stream zusammen. Wir schauen uns eine alte Spielezeitschrift, ich glaube aus dem Jahr 1998, an und blättern die durch. Von der ersten bis zur letzten Seite. Das wird ein spaßiger Abend. Schönen Dank für die Erinnerung. So, wir sind jetzt dabei, ein bisschen umzuplanen. Da links siehst du die verschiedenen Gäste, wie viele davon hattest. Ja, habe ich gesehen. Das habe ich ja schon gesehen. Ist mir klar. Okay. So, jetzt können wir mal gucken, was wir jetzt machen. Also. Erstmal können wir nochmal... Achso, ja, den Barkeeper wollte ich nicht ableveln. Wir wollten die Musiker irgendwie reinbringen. Es gab keine Verärgerten. Null. So. Okay, wir gucken mal. Special. Musikerbühne. 8x8. Ja. Ich würde sagen, die Bühne packen wir im Moment hier in die Ecke. Ich würde noch nicht vergrößern. Wir müssen noch mal aus dem Raum ein bisschen was rauspressen. Mal sehen, wie wir das dann machen. Wir räumen mal hier ein bisschen um. Mal gucken. Es wäre cool, wenn das reichen würde, dass da dann die Bühne hinpasst. Weiß ich aber nicht, ob es geht. Ja, das passt. Super, wir können auch direkt an die Wand gehen. Vor die Bahn eine Bühne stellen? Nee. Die Bühne muss nicht bedient werden. Das heißt, da ist es besser, wenn die so weit wie möglich weg ist von der Bedienung. Das ist doch sonst Quatsch. Sag mal, wie kann ich jetzt das abwählen, ohne komplett das Menü zu verlassen? Ah, so. Einfach hier nochmal raufklicken. Okay, alles klar. So, und ich befriedige jetzt hier die Monks, indem wir das komplett zurücksetzen. So. Und jetzt passt das nicht. Aber das würde natürlich passen. Hehehe. Wir könnten aber auch alles umdrehen. Wenn wir das denn wollen. Ja. Warum ist das jetzt nur 3 von 4? Ist das wegen der Beleuchtung? Was soll das 3 von 4? Ach so, weil die Bank... Ah, ich verstehe. Die Bank zählt noch für das andere mit. Ja. So. Das kann auch nach hinten, dann passt es. Ja, das stimmt. Dann könnte man das so lassen, wie es ist. Das ist ein Argument. Also passt es dann wirklich? Ja, es passt dann wirklich, tatsächlich. Okay. Oh, Leute. Jetzt wird es richtig gemütlich. Ich glaube, das ist in der Gastronomie auch irgendwie so ein ökonomischer Berechnungswert, wie viele Sitzplätze man auf einen Quadratmeter bekommt. Kann sein, dass in der Ecke irgendwo kein Licht ist. Gut. Ja, genau. Wir werden erstmal Ressourcen nachkaufen, bevor wir noch neue Sachen hier bauen. Wobei, na gut, Wasser müssen wir auf jeden Fall mal... Ach, das ist kostenlos. Wasser ist kostenlos, okay. Das ist ja ein geiles Geschäft. Bier kommt für mal auf. Ach so, wir können hier alles nachfüllen. Das ist ja auch super. Hier im Moment kochen wir nur diesen Kram. Brauchen wir also nicht. So. Ja, dann würde ich sagen, gönnen wir uns noch weitere Bänke und Tische. Wie ist das mit den Musikern?
Einköpfige Band, zweiköpfige Band, dreiköpfige Band, vollständige Band. 8 Lieder, 10 Lieder, 12 Lieder, 15 Lieder. Cool. 50 Tacken pro Tag. Ja, ich stelle es nicht maximal weg von der Bar. Ja, näher an der Bar ist gut, das gebe ich zu. Das werden wir auch später vielleicht noch ändern, dass wir die Bar in die Mitte stellen oder so. Aber ich will da ja überall noch Bänke hinbauen. Okay, wir starten mal mit einer einköpfigen Band, einfach um das mal zu testen. Plus 7. Machen wir das. So. Okay, 240, dann gönnen wir uns jetzt noch weitere Plätze hier. Ich finde es aber schöner, wenn wir von hinten nach vorne arbeiten, auch wenn es nicht effizient ist. Ich gebe es zu. Das mit den 50 rechnet sich schon wegen den Kunden. Die größte Band ist preis-leistungsmäßig am besten. Ja, aber nicht, wenn man diese plus 35 Gäste nicht unterbringen kann. Das würde ich schon so ein bisschen auf das Potenzial irgendwie abstimmen. Warum ist er sauer? Was ist das für ein Thema? Dieser Mitarbeiter ist 38%, erhöhe sein Gehalt oder sein Level um die Glücklichkeit. Okay. Hä? Ich kann sein Level nicht mehr erhöhen, oder? Doch. Nee, kann ich nicht. Der will mehr Gehalt haben. Sowas. Drei Bedienung? Ja. Leisten wir uns, wenn es beginnt knapp zu werden. Übrigens, wir müssen erstmal den Musiker bewundern. Die One-Man-Show. Hier mitten unter den Gästen. Das ist so zusammengepresst, ey. Ich, alter Kapitalist. Unglaublich. Tagesaufgaben, ja. Guter Hinweis. Das mit dem Essen haben wir immer noch nicht gebacken bekommen. Erreiche einen Stern mit irgendeinem Essen. Bereite Sahnebrötchen 11-mal vor. Kaufe eine beliebige Zutat 50 Mal. Ja, das hätten wir... Naja, da können wir jetzt nicht viel machen mit dem Essen. Ach, ich habe vergessen, ich wollte hinter dem Tresen Stein machen, aber auch egal. Das Motto dieser Kneipe lautet industrielle Massenabfertigung. Ja, im Moment würde man diese Kneipe nicht besuchen wegen Corona. Oh, warte, hier ist was Neues. Menü, was ist hier los? Ah, Levelaufstieg beim Brot. Okay, was bedeutet das denn bitte? Ah, da haben wir einen Stern. Okay, und nun schmeckt das Brot besser. Wir können mehr verlangen. Was soll das bedeuten, Levelaufstieg? Okay, wir können 150 claimen. Und da freue ich mich schon auf dieses Bild. Brotstufe gestiegen, ja. Echt merkwürdig. So, der Laden ist voll. Naja, fast. Getränke. Ah. Okay, Leute, ich gebe zu, ich höre jetzt auf mit meinem Geiz. Die nächste Bedienung kommt. Pausiert. So, was nehmen wir denn jetzt? Gibt es noch irgendwelche... Stimmung wird durch Reinigung nicht beeinflusst. Pass auf, wir holen uns jetzt Kathleen und Kathleen ist die Reinigungskraft. Das ist eine sehr gute Idee. Kathleen wird eingestellt. Und da werden wir jetzt mal die Priorität gleich klar machen. Priorität Reinigung. Das können wir auch hier einstellen, ne? Bei Rosalin nehmen wir mal die Reinigung raus. Unterste Priorität. Und bei Lana... mal so. Während sie komplett nur Reinigung macht als erstes. Okay. Die Angestellten waren nicht erfreut, dass ich im Minus war. War ich im Minus? Okay, der Laden ist voll, Leute. Wir brauchen die nächste Bank.
Boah, ich liebe es. Schaut euch das an. Werd hier komplett zum Min-Maxer. Irgendwann beginnt der Schönbau. Ich würde sagen, wenn wir genug Geld verdient haben, fangen wir an, die Sache schön zu gestalten. Aber jetzt wollen wir erstmal hier alles rauspressen, was geht. Okay, haben wir irgendwo freie Sitzplätze? Da ist einer. Da ist einer. Der ist voll. Hugo will was? Ja, Hugo. Wie, Hugo will was? Hugo will aufgelevelt werden. Ja, ich will ihn aber nicht aufleveln, weil er kommt doch hinterher, oder? Oder ist er zu langsam? Ach, kommt. Wir sind mal nicht so geizig. Er wird aufgelevelt und kriegt hier nochmal ein Plus. Der arme Hugo. Wer kann denn noch aufgelevelt werden? Was ist denn hier los? Ach, Lana. Lana ist unsere Dame mit dem Essen. Geschwindigkeit tragend. Okay. So. Jetzt gönnen wir uns mal was. Wir gönnen uns kurz nochmal, halt, da bin ich falsch, die fehlende Deko. Nämlich das hier. Ah, da konnte ich auch die Farbe ändern. Okay, ihr hattet komplett recht, Leute, entschuldigt. Aber ich finde das Rot-Gelb ganz gut. Rohstoffe. Sieht gut aus. Sieht alles gut aus. Bestens. Oh mein Gott. Wir pressen hier. Kommt, Leute. Wir pressen hier noch was rein. Ich liebe es jetzt schon. Das machen wir mal so ein bisschen mittig. Ah, ist natürlich jetzt nicht. Aber ist egal. Zack. Ein großer Tisch für die Mitte. Ja, Leute, wir können auch die Geschwindigkeit erhöhen, aber wir wollen uns doch nicht Stress machen. Ist doch ein. Ich finde es echt gemütlich, sich anzuschauen, wie das hier so langsam läuft. Ich will mich auch mal zurücklegen. Noblere Möbel machen wir dann später, wenn wir ein bisschen einen anderen Raum bauen oder größer werden oder so. Wo wir so eine noblere Ecke haben. Wo es nicht so ganz bedrängt ist. Jetzt geht es erstmal hier ums Profit machen. So, was ist jetzt los? Veranstaltungsanleitung. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten der Veranstaltung. So funktionieren sie. Klicke auf die Schaltfläche Veranstaltung. Klicke auf die Schaltfläche Plus. Wähle die Veranstaltung, bestätige mit einem Klick. Warte auf den Tag der Veranstaltung. Okay. Wir gucken uns das mal an. Was kann man hier machen? Sonderveranstaltung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn bitte? Ah. Ah, okay. Es gibt hier so bestimmte Themen und da muss man die Sachen vorrätig haben. Wenn ich sehe, können wir das erste machen. 20 rote Gäste kriegen wir und dann kriegen wir eine Belohnung und verkaufen Wasser und Limonade für 4. Ja, ist ja easy. Okay. Das können wir für morgen dann schon mal einplanen. Forschung. So, okay. Wein. Wein ist natürlich cool. Das kriegen wir auch, wenn wir morgen die Veranstaltung haben. Mit Abenteuer bekommen wir diese anderen Zutaten und Kamingrill. Aber Wein ist schon cool, Leute. Wir starten mal Wein und werden am nächsten Tag unseren Stammtisch machen. Und dann kriegen wir hoffentlich die 20. Da waren welche unzufrieden? Echt?
Oh, was ist da los? Oh. Bestellt Wasser. Barkeeper Hugo fing an, das Getränk auf den Boden zu schütten. Okay, die Kunden haben zu lange gewartet. Ernsthaft? Okay, ich fürchte, wir sind ein bisschen zu voll hier, ne? Aber wenn ich das richtig sehe, können wir mit den vorhandenen Bar, mit der vorhandenen Bar keine weiteren Kellner einstellen, höchstens noch einen Koch. Das heißt, wir sind quasi an der Leistungsgrenze. Ja, wir haben auch ganz schön eng gebaut. Sie geht da schon hinten lang, um da hinzukommen. Das ist natürlich ein doofer Umweg. Okay, ich würde mal sagen, wir können definitiv nicht mehr hier rauspressen. Das ist das Maximum aus dieser Kneipengröße. Ansonsten brauchen wir halt eine zweite Bar oder sowas. Ja, gut. Da müsste man wahrscheinlich einfach Geld ansparen, um einen größeren Umbau zu machen. Aber ich würde sagen, wir werden erstmal das Fest das nächste Mal machen. Nochmal ordentlich Geld verdienen. Die verärgerten Kunden nehmen wir jetzt in Kauf. Hey Leute, ich sage jetzt das zum letzten Mal, ja? Wenn ich nicht die Geschwindigkeit erhöhen möchte, dann erhöhe ich sie nicht. Das entscheide ich komplett selbst. Wer jetzt nochmal reinschreibt, Geschwindigkeit erhöhen, der wird hier für ein paar Minuten gebannt. Bitte lasst das einfach, ja? Ich habe hier das ich lege das Tempo fest. Mit mehr Musikern warten die Leute länger, okay? Ja, den Stammtisch kann ich auch noch nachts einloggen, ist ja kein Problem. Wir gehen doch nicht auf den nächsten Tag, dazu muss man doch erstmal klicken. Keine Panik, Leute. So, zack, jetzt hauen alle ab. Jetzt haben wir doch alle Zeit der Welt, diesen Stammtisch zu reservieren. Zu viel dreckiges Geschirr, die kommt nicht hinterher. Ja, dafür hat sie jetzt 0 Uhr Zeit. Leute, was ihr nicht versteht im Tavernen-Business, es geht nicht darum, es optimal zu machen, sondern es geht darum, das viel, viel zu verkaufen, viel Geld einzunehmen und ab 0 Uhr sind die Kunden weg und dann kann man auch aufräumen. Und wenn da irgendwie 3% verärgert sind, Gott. Ja. Geschwindigkeit leveln wir auf. Haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Die dritte Bedienung wieder umstellen? Ja, das könnte man sich überlegen, ja. Das stimmt. Ja, man könnte auf jeden Fall die Bar umstellen und die Laufwege kürzer machen. Das sehe ich auch so, ja. Okay, wir gucken kurz mal, was sonst so los war. Also wir haben 126 Getränke verkauft statt 87. Das ist jetzt mal eine richtig geile Steigerung. Damit bin ich sehr zufrieden. Aber mit dem Essen. Schaut mal, wir haben weniger Essen verkauft als gestern. Wie kommt das? Was ist der Grund? Obwohl wir mehr Sitzplätze hatten, mehr Gäste. Haben wir keine Informationen dazu. 3 verärgerte Kunden finde ich kein Problem bei 76. Zu langsam? Ja, wieso? Aber zu langsam. Er kann ja nicht langsamer geworden sein als gestern. 18, 14. Boni ist das Geld, was wir hier zum Beispiel durch Quest oder so bekommen. Nee, Trinkgeld ist das nicht. Zu langsam beim Verteilen. Ja, das könnte es sein. Ja, bei der Annahme der Bestellung. Das könnte es sein, ja. Genau, 95% Belegung, das ist schon sehr, sehr gut, ja. Agro-Zwerg, so gut wie nötig, so profitabel wie möglich. Das, jetzt, er hat es verstanden. So läuft Restaurant-Business. So. Was bedeutet denn der Hinweis, dass der Barkeeper das Wasser auf den Boden kippt? Ja, das weiß ich auch nicht. Okay, wir locken jetzt erstmal die Veranstaltung ein. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir haben dann auch Platz und so.
Aber wir machen den Stammtisch. Sonderveranstaltung. Okay, ist gesetzt. So. Jetzt kommen noch ein paar Effizienzmaßnahmen. Ich denke auch, dass wir den Tresen tatsächlich jetzt mal in die Mitte bauen werden. Und noch Tische hier hinstellen werden. Das ist der beste Weg. Die Frage ist, wie können wir das hier umbauen? Ah, das passt nämlich hier nicht. Was kann man machen, um die erstmal irgendwo zwischen... Kann man die auch nach draußen stellen? Ah, alles klar. Wir können die auch erstmal hier hinpacken. Perfekto. So. Du musst auch erstmal kurz weg. Jetzt nehmen wir dich. Das passt noch nicht. Passt auch noch nicht. Großumbau. Der bleibt ja da hinten. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir können vielleicht das auch noch anders machen. Vielleicht die Bühne in diese Ecke stellen. Ihn darüber bringen. Das noch ein bisschen nach hier bringen. So, nee, warte mal, so wollte er da ran, ne? Wobei, es ist noch besser, weil vom Tresenstellung her wäre es noch besser, wenn das so steht. So. Ah. Ja? Von welcher Seite geht er ran? Ich kapiere es immer noch nicht. So, ne? Warum geht das plötzlich nicht? Das ging doch vorhin irgendwie. Habe ich den Tresen zu weit weggestellt? Machen wir es mal so. So, die Lampe stört. Das könnte sein. Die Lampe stört. Sieht irgendwie komisch aus. Der war vorhin parallel zum Tresen. Aber ist egal, so geht's auch. Wobei wir natürlich jetzt da so eine doofe Ecke haben. Das ist auch nicht, das gefällt mir auch nicht gut. Wir müssen das schon ausnutzen. So. So. Haben wir da eine doofe Ecke? Aber ist egal. Lampe bringen wir mal noch da. Vielleicht ist die Lampe doch da besser. Mal gucken. Insgesamt ist das besser, außer doofe Ecken. Der Globus in diese Ecke da. Das ist ja eine geile Deko. Hm. Ich weiß nicht. Naja, ich meinte... Wir können es... Pass mal auf, wir machen es jetzt mal ästhetisch, ne? Wir machen die Ecke weg und dann stellen wir den Globus dort rein. So. Das sieht doch aus. Das gefällt mir. Das finde ich solide. Okay, alles klar. So, jetzt müssen wir noch die Tische unterbringen. Und jetzt ist die Frage, das kann noch ein bisschen weiter, dann passt das hier auch. Allerdings haben wir da keine Lampe, aber das passt erstmal grundsätzlich. Ob der Globus im Weg steht? Nö, das denke ich nicht. Die Bedienung geht ja nicht dahinter. Die steht immer davor und holt das ab. Halt, was brauche ich da? Mhm.
So. Symmetrie ist jetzt nicht da, aber das ist egal. Jetzt haben wir noch zwei Bänke und einen Tisch. Das steht dann so halb in der Tür. Das ist auch nicht hübsch. Was passiert, wenn wir das drehen hier? Ist das irgendwie besser? Vermutlich nicht. So, kurz überlegen. Wie können wir das noch cleverer machen? So geht es natürlich nicht. Die Eingangstür könnte auch woanders platziert werden, aber sie muss immer halt in so ein Mittelfeld kommen. Das würde uns nicht viel helfen, ehrlich gesagt. Man könnte höchstens jetzt drehen, aber warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist immer ein Kästchen mehr, also da gewinnen wir nichts. Das sieht beschissen aus. Sieht beschissen aus. So, habt ihr eine Idee? Bühne dahin, wo der Globus steht, das wird nicht passen. Ja, ist ziemlich offensichtlich, dass das nicht passt. Man könnte noch eins gewinnen, aber es fehlen drei Kästchen. Und die kriegen wir nicht raus. Ah, warte mal. Nee, kriegen wir nicht raus. Küche um 90 Grad drehen. Das ist eine interessante Idee, ja. Das ist eine interessante Idee. Dann kann er, oh ja, dann kann er da hinten hingehen. Und dann passt es vielleicht. Oh ja, das ist eine gute Idee. Gefällt mir. Aber dann kommt da natürlich die Bedienung nicht ran. Das geht auch nicht. Ja. Oder, das ist auch noch eine Idee. Wir stellen die Bühne hier in die Ecke, wo es keiner sieht. So. Und hier kommt noch ein Ecktisch. Oder? Es ist halt nur so Hintergrundmusik. Nein, wir machen das so. Das finde ich ganz gut. Man könnte zugegebenermaßen auch die Bühne hier oder sowas. Ich finde es gut. Wir probieren das mal. Mir gefällt's. So, und dann kriegen wir das hier sogar noch. Für die Freunde der Symmetrie. Hin. Dann brauchen wir noch einen Wandkerzenhalter. Und dann haben wir es. Wir können ja auch mal was Schickeres nehmen, oder? Ah, da hat er vielleicht einen größeren Umfang. Ah, der kostet auch 100. Lampe, Fackel. Fackel ist doch cool, oder? Ja, wir nehmen eine Fackel. Oder? Lampe. Lampe gefällt mir noch besser. Wir steigen oben auf Lampe. So. Und jetzt können wir das ganze Spielchen noch weiter optimieren, indem wir hier noch... Oh, das ist... Leute, das ist das perfekte Setup in diesem Maßstab, Leute. Wir werden noch geilere Sitzplätze machen, aber ich will es jetzt noch einmal so richtig ausschöpfen. Ne? Noch einmal die Kuh richtig melken. Der Globus steht ein bisschen doof da, das gebe ich zu. Steht ein bisschen verloren da. Okay. Aber es ist halt so. Den stelle ich hier noch neben den Tisch. Der Globus vor die Tür, ja. Ja, ich hoffe, ja, das bin ich mir auch nicht sicher, ob die Leute an den normalen Bänken sitzen. Ich hoffe ja, das ist so. Ich werde hier erstmal nichts kaufen. Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Wir warten erstmal die Sachen ab. Okay, Leute, habe ich irgendwas vergessen? Ja. Ich denke, wir gehen mal auf eine zweiköpfige Band. Und das wäre es jetzt erstmal. Das ist die Kneipe um... Ja, die Kneipe schlechthin. Veranstaltung haben wir doch schon, oder? Ihr passt auch nicht auf. Tagesaufgabe. Haben wir alles gemacht, was geht.
zwischen Bar und Essen den Globus. Geht doch nicht. Ist doch besetzt, Leute. Ist doch besetzt. Ist doch grün. Die Kiste und den Schrank drehen? Warum das denn? Scheint mir eigentlich gut so zu sein. Er kann hier quasi da kochen und sofort zurückzugehen. Das scheint mir nicht sinnvoll zu sein. So, Fenster. Fenster ist noch ein Argument. Da bin ich noch dabei. Kostet uns ein Fenster. Fenster kostet uns doch nicht mal was. Ja, dann sind wir mal spendabel. Gibt es einen Grund, warum nicht denn überall Fenster sind? Wir machen da auch noch ein Fenster. Da sind mal... Ach Gott, Leute. Lass doch das Licht rein. So. Und dann wollte ich noch die Bodentextur ändern. Wir nehmen mal das hier für hinter dem Tresen. Oh. Wunderschön, Leute. Wunderschön. Ich möchte gar keine weit andere Kneipe mehr haben. So. Alles klar. Geht los. Zu viel Tageslicht macht eine Kneipe ungemütlich. Naja, abends ist es ja dunkel. Dann wird es ja wieder gemütlich. Am Tag ist es okay, würde ich sagen. So, heute müssten wir noch zwei Musiker haben. Und was ist jetzt mit dem Stammtisch? Sind das die Stammtischgäste? Oh mein Gott. Und hier ist schlechte Laune, Leute. Wir wollten hier noch was ändern, ne? Ich glaube, wir gehen hier auch mal mit der Reinigung hoch. Und müssen wohl den Lohn steigen. Hallo? Was ist mit der los? Die Leute sollen doch irgendwie glücklich sein, finde ich. Wir müssen kurz nochmal das checken. Ich würde sagen, das ist okay. Hier gehe ich mal Reinigung doch wieder hoch. Und hier bleibe ich damit. Alle Gäste wurden bedient. Du hast 200 als Belohnung erhalten. Ja, perfekt. Die Bedienung sehen die Stammgäste und haben direkt keinen Bock mehr. So, die Kneipe müsste eigentlich heißen zum steinernen Globus oder so. So, jetzt... Hä? Hatten wir nicht zwei Musiker angeheuert? Wo ist der zweite Musiker? Beschiss! Ich will mein Geld zurück. Zum Globus im Weg. Ja, der Globus, der ist noch nicht so optimal. Gebe ich zu. Der säuft gerade, der zweite Musiker. Unfassbar. War das mit dem Koch? Warte mal, wir haben irgendwas geschafft. Nee, doch nicht. Ah! Besitze 26 Bänke. Bereite, ja gut, das kennen wir schon. Erreiche 132 Gäste. Kaufe eine beliebige Zutat 50 Mal. Na gut. Eine Bank vor die Tür. Nee, das mit der Bank, das machen wir dann erst, wenn wir wirklich jetzt hier den Laden ausbauen. Kann das sein, dass jetzt nur diese spezielle, ist das jetzt geschlossene Veranstaltung? Ach, wisst ihr was? Das ist der Grund. Sind das die 20 Leute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tatsächlich. Das ist eine geschlossene Veranstaltung. Ach komm, du sollst glücklich sein. Jetzt stell dich nicht so an. Komm raus aus deiner Schmollecke. So, Limonade wird nachgeordert. Eigentlich können wir alles nachfüllen. Der Koch. Ey, jetzt hör doch mal auf. Okay, ich meinte für... Ey, wir hätten... Wisst ihr was? Hätte ich das gewusst, dass das so eine geschlossene Veranstaltung ist, dann hätte ich mal eine Arbeitskraft für einen Tag entlassen. Klar. Das ist ja doof.
Okay, ich würde sagen, heute ist der Tag, wo wir mal schneller laufen lassen. Weil das ist ja. Ist ja kein Arbeiten. Die bestellen auch nichts zu essen. Ja, das ist ja total ineffizient. Das ist halt nur so ein Stammtisch. Wisst ihr was? Das machen wir nie wieder. Ob man das dann auf verschiedenen Etagen unterschiedliche Veranstaltungen je Etage machen kann? Ey Leute, jetzt optimieren wir unsere Kneipe, so dass hier, keine Ahnung, 100 Leute reinpassen. Naja, nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kommt hier so eine geschlossene Veranstaltung, die zahlen auch nur läppische 200 dafür. Das ist der andere Musiker. Nee, doch nicht, oder? Das ist die Musikerin. Die will rein, aber sie darf nicht, weil geschlossene Veranstaltung ist. Gegessen wird auch nicht. Trauerspiel. Wie immer, Stammtisch säuft nur billig, Fuß ist nicht. So, wir haben die nächste Forschung. Stopp. Wir haben jetzt Wein. Yeah. Abenteurer oder Kamingrill? Ach, für Kamingrill brauchen wir auch nochmal diese... meine Frage an die, die das Spiel kennen. Wenn ich jetzt die Kamingrill-Forschung beginne, zählen dann diese 20 Gäste schon noch hier rein oder müssen das 10 neue Seltene sein? Ja, sagt der Call Me Nobody, sicher? Dann könnten wir es natürlich noch... Nein, zählen nicht. Okay, Chat widerspricht sich. Ja, nein. Oh Leute, ernsthaft? Die Hälfte sagt ja, die andere Hälfte sagt nein. Also bitte nur schreiben, wenn ihr es wisst. Wird erst gezählt, wenn sie durch die Tür gehen. Die müssen mit rein zählen, zählen erst dann, wenn sie aufstehen und gehen. Nee, das kann ja nicht sein, weil wir hier die 20 schon hatten und die sind nicht rausgegangen und wir haben das sofort bekommen. Es zählt rein, wenn sie noch nicht gezählt wurden. Ja, was heißt gezählt? Hier oben steht 2020. Ich glaube, es zählt nicht. Und da ich nicht normal einen Stammtisch machen will, machen wir die Abenteurer. Also meine Vermutung ist, dass es nicht zählt. Okay, wir sind... Der Laden ist leer. Ey, das ist so widerlich, ne? Jetzt kommt keiner mehr rein, aber die Stammtischgesellschaft ist raus. Richtig doof. Wein, ne? Können wir jetzt neuen Wein ordern? Ja, Wein fast 400. Okay, ja gut, ob wir es jetzt machen oder später. Jetzt kommt eh keiner mehr. Gut. Wir sind durch. Das war... Naja, wir haben 131... Also okay, getrunken hat der Stammtisch viel. Und er hat immerhin 200 gezahlt. Also das Essen, was sie nicht bezahlt haben, haben wir einigermaßen rausbekommen. Gehälter stark gestiegen, ja. Erbärmliche Bedingungen von 51%. Naja, okay, nimm mal mit. Immerhin waren es seltene Kunden. Das war aber, glaube ich, alt, ne? Das kann nicht diesmal gewesen sein. Ja, okay. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal einen Tag mal richtig Kasse machen mit Rotwein. Und was gibt's? Gibt's neue Veranstaltungen? Ah, wir können erst für den Freitag eine planen. Dazu brauchen wir aber Käse. Okay, dann kriegen wir wieder rote Gäste, verstehe. So, na gut. Ja, ja, durch die Roten hat es sich gelohnt. Gut, ich würde sagen, ganz klar, das Weinfass muss her. Wein verkaufen wir für 4. Wow, Wein ist ja, hat ja keine gute Spanne. Naja, wir füllen trotzdem maximal auf. Wobei, das kann ich auch am nächsten Tag machen. Eigentlich will ich jetzt gar nichts investieren. Wir füllen erstmal nur 10 Liter auf. Wer weiß, vielleicht gibt es da irgendwie so eine Quest wieder, die wir dann erfüllen können. Was haben wir hier? Erreiche 132 Gäste. Haben wir geschafft. Gut. Kaufe eine beliebige Zutat 50 Mal. Können wir noch nicht machen.
So, wir bleiben mal bei der zweiköpfigen Band. Das ist in Ordnung. Ansonsten würde ich sagen, ist auch alles in Ordnung, oder? Habe ich noch was vergessen? Ich würde sagen, heute machen wir richtig Schotter, damit wir dann am nächsten Tag höchstwahrscheinlich umbauen können, größer bauen können. Genau, da brauche ich einen Abenteurertisch, muss die auf eine Mission schicken. Ja, habe ich. Der Koch steht immer noch an der Wand. Okay, gut. Starten wir den Tag. Ja, ich kann auch mehrere Stockwerke haben. Wo ist aber der zweite Musiker? Der ist schon wieder sauer. Was ist denn hier los mit dem? Ich mache den jetzt nicht glücklich. Ich mache den nur ein bisschen weniger. Ich will jeden Tag mehr Geld haben. Ey, Leute, wir müssen auch jeden Tag krass... Aber beim Level Up wären die auch glücklicher, ne? Geschwindigkeit gehen wir erstmal wieder runter. Wir wollen erstmal gucken, wie das hier alles läuft. Wein. Achso, was haben wir noch? Neue Tagesquests. Serviere einen ganzen Tag lang nur Desserts. Oh, krass. Stopp. Hier gibt es übrigens Käse. Dann müssen wir das Brot rausnehmen. Ich hoffe, das ist nicht schon zu spät. Wie kann ich das rausnehmen? So. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube... Shit, er hat da schon Brot am Start. Oh nein! Nimm das Brot da weg. Okay, ich glaube, die Quest können wir nicht mehr erfüllen, oder? Außer wir feuern sie jetzt. Nee, ist zu spät. Okay, dann müssen wir das am nächsten Tag machen. Dann nehmen wir das Brot wieder rein. Kommt der zweite Musiker nicht auf die Bühne, weil nur von einer Seite zugänglich? Interessante Frage, aber es wäre ziemlich dämlich. Aber möglich ist es. Wo ist denn der zweite Musiker? Das ist die zweite Musikerin. Die macht bestimmt Bauchtanz oder so. Nee. Hat angeblich eine Flöte. So, Wein werden wir jetzt mal auffüllen. Alles nachfüllen. Zack. Er verbraucht hier auch was. Okay. Jetzt läuft's zumindest. Ich glaube nicht, dass die Bühne zu klein ist. Das ist ja hier die Standardbühne. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Große Frage ist, wie viel Geld können wir heute verdienen? Wie viel Ausbau können wir uns leisten? Und was wird dann überhaupt der Ausbauplan werden? Das ist die große Frage. Ich denke, bevor wir in die Höhe bauen, sollten wir in die Breite bauen. Das sind so die Lebensweisheiten eines Wirtes. Die Trennwand kann man nicht wegnehmen. Nein, nein. Das ist ja der Gag. So, wie gut sind wir ausgelastet? Ziemlich gut, würde ich sagen. So stelle ich mir das vor. Wir könnten noch ein bisschen Deko hinzufügen. Noch zwei rote auf der anderen Seite. Aber warum? Die Leute sind ja da. Das ist die Probebühne, ja. Eine Außen... Ich bin mir nicht sicher, ob man... Oh, was ist hier los? Level Up? Level Up nehmen wir aber jetzt immer mit. Die Leute sind ja auch dann zufrieden, ne? Genau. Geschwindigkeit... tragend. Ja. Hugo, Barkeeper. Einschenkgeschwindigkeit auf Maximum. Koch kommt hoffentlich noch klar. Barseite war nach hinten und vor dem Tresen eine Reihe mit vier Einzeltischen. Das könnte man auch... Ja. Also wir müssen auf jeden Fall mehr Platz für den Musiker schaffen. Ich könnte mir vorstellen, das liegt tatsächlich daran, dass man da irgendwie schlecht rankommt. Irgendwas stimmt da nicht. Die Frage ist, ob er trotzdem denselben Effekt hat auf die Gäste. Das würde mich interessieren. Den Abenteurertisch brauchen wir definitiv.
Ah, mal sehen. Das Blöde ist noch, also vielleicht könnte man komplett die maximale Reichweite nach hinten bauen und dann die Aufteilung neu machen. Ich fürchte bloß, dann wird es irgendwann schwierig. Ja, aber es reicht jetzt schon nicht mit den drei Kellnern, sieht man jetzt ganz gut. Die Getränke, die stapeln sich da. Okay, was haben wir hier im Menü? Wartet. Wir können Sahnebrötchen aufleveln. Was auch immer das sein soll mit dem Aufleveln, das ist echt komisch. Und wir können Kathleen aufleveln. Machen wir auch. Die soll mal... Na, die putzt ja eigentlich, ne? Aber die trägt auch Getränke. Machen wir mehr Getränke. Tragen. Okay, wir haben hier irgendwas geschafft. 11 Sahnebrötchen, perfekt. Wir sind fast bei dem schönen Bild hier angekommen. Mit dem Dessert, das ist ärgerlich. So, Zutaten. Pass auf, wir warten hier, bis Weizen komplett alle ist und dann kaufen wir die 50 Mal. Forschung ist durch. Wir haben den Abenteurer, dann beginnen wir... Können wir damit schon beginnen mit Ale? Ja. Kamingrill machen wir dann erst später, wenn wir die Sondergäste haben. Okay, übernächsten Tag müssen wir auf jeden Fall diese Sonderveranstaltung noch machen. Getränkemäßig sieht es jetzt auch ganz gut aus. Geld läuft rein. Oh, bin ganz zufrieden. Was steht denn da für ein Essen? Was ist denn das? Obstteller oder was ist das? Menü, Obstschale, ja. Kirschtorte. Also was ist der Nachteil am Level-Up? Verbraucht es dann mehr? Gibt es einen Grund, warum man nicht aufleveln sollte? Ich verstehe das nicht mit diesem Level. Ist irgendwie merkwürdig. Hier sehe ich, was das bringt. Ah, okay. Es bringt, dass andere Gäste kommen. 1% Chance auf einen seltenen Gast. Okay, aber gut. Aber warum gibt es auch einen Nachteil aufzuleveln? Das ist jetzt der Punkt. Sonst könnte das doch automatisch passieren. Ja, der Preis steigt sich. Und das ist der Nachteil? Was ist mit ihm? Oh, jetzt hier. Okay, damit haben wir das geschafft. Ha! Und wir sind bei diesem wunderbaren holländischen Bild. Okay. Ein erfolgreicher Kneipentag geht zu Ende. Okay. Kein Nachteil, nur Vorteil. Alles klar. Dann dient das nur dazu, dass man irgendwie als Spieler mitbekommt, dass es soweit ist oder so. Ja, ja, die Bar wollte ich, dass die Bar teilen. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Okay, gucken wir uns mal das Business des Tages an. Jetzt zum ersten Mal mit richtigen, ohne Stammgäste, richtig, was wir so maximal rausholen können, sind wir auf 127. Ha, die Stammgäste haben tatsächlich, obwohl sie nur 20 waren, mehr gebracht, mehr getrunken. Aber 22 Essen verkauft, das ist gut. Gehälter steigen natürlich weiter, 95,8% Belegung, 79 Kunden. Statt 76 am 14. Ja. Okay. Keine verärgerten Kunden. Gut. Okay. Gut. So. Jetzt ist die Frage. 1356. Was haben wir denn hier? Spezial. Aha. Kostenlos. Plus 200. Ja, geil. Das werden wir aufhängen, aber erstmal müssen wir ein bisschen umbauen. Der Abenteurertisch kostet 1000. Okay, krass. Soweit zum Thema Umbau. Ah, warte mal. Kann es sein, dass die Musikerbühne 1 von 4... Ach so, man kann insgesamt in seiner Kneipe
nur einen haben. Das heißt, wir können keine weitere Bar zum Beispiel bauen. Sehe ich das richtig? Oder wie ist das zu verstehen? Oder das ist das, was wir haben? Okay, das heißt, wir können im Moment keine weitere Bar bauen. Ja, später kann man noch erforschen, das habe ich mir schon gedacht. So, das heißt also, wir sind mit den Kellnern komplett am Limit. Okay, das heißt, der Punkt ist gekommen, wo wir jetzt nicht mehr auf Quantität setzen können, sondern auf Qualität setzen müssen, weil wir einfach kapazitätsmäßig ziemlich an der Grenze sind. Für jeden Musiker brauche ich eine Bühne. Könnte auch sein, dass es damit zusammenhängt. Ja, könnte auch sein. Nein, man kann keine Kellner einstellen, oder? Nein. Das ist limitiert jetzt hier. Ich kann noch einen Koch einstellen. Das ist das Einzige, was ich einstellen kann. Der Koch ist gut gelaunt, der wird noch nicht aufgelevelt. Okay. So, gut. Was jetzt neu ist, ist der Abenteurertisch. Der Abenteurertisch. Okay, pass auf. Wir machen jetzt noch nicht den großen Umbau, sondern wir werden den Raum nochmal um ein Feld in die Richtung vergrößern. Das gibt uns die Möglichkeit, ein zweites Bühnenelement reinzusetzen und den Abenteurertisch irgendwie unterzubringen. Und das war's dann. Mehr können wir uns auch nicht leisten, vermutlich. Ja, das ist das, was wir tun werden. Dann haben wir zumindest auf die Seite auch das Maximum erreicht. Daxak, ich brauche keine zweite Bühne. Okay, alles klar. Gut, dann liegt es vielleicht daran, dass sie von der anderen Seite auftreten wollen. Dann lassen wir das so. Stammtisch in einen extra Raum. Würde ich jetzt, ja, ästhetisch ist das cool. Machen wir vielleicht später. Jetzt können wir uns das. Jetzt will ich das noch nicht machen. Wir werden das jetzt hier erstmal maximieren. Okay. Also, am besten sieht es aus, wenn man einen runden Tisch in die Ecke macht. Mal gucken, wie groß der ist. 1200 haben wir noch. Wo ist der bei Spezial? Ja, der passt da ganz gut in die Ecke. Das ist also jetzt noch nicht der große Umbau, ne? So. Bühne in die Mitte. Bühne in die Mitte gefällt mir nicht, aber. Wartet mal. Aber vielleicht können wir sie anders positionieren, dass sie zugänglicher ist. Ja, man könnte. Nee, vor den Tresen. Man könnte die Bühne hier positionieren. Ja, dann ist der Abenteurertisch zwar total genervt, aber die können vielleicht von beiden Seiten irgendwie ran. Ja. Man könnte den Abenteurertisch in die Ecke packen, ja. Aber so ist es eigentlich. Wobei, da ist ja noch so ein bisschen exklusiver. Gefällt mir ganz gut eigentlich, ja. So. Und Stichwort Exklusivität. Wir werden dann, glaube ich, mal. Ah, wir haben nur noch 281. Ich bin nämlich überlegen, ob wir nicht mal so einen Zweiertisch uns gönnen. Kleiner Tisch für zwei Personen. Aber das ist tatsächlich im Moment zu teuer, wenn wir noch einen schönen Stuhl dazu holen. Naja, eine kleine Bank. Aber ich würde gerne einen Holzstuhl. Was? 300 kostet der? Das ist ja Wahnsinn. Licht ist wichtig. Ja, das stimmt.
Das stimmt. Wir waren eigentlich bei den Lampen, ne? Die haben wir mit abgerissen. Das scheint zu reichen. Okay. Irgendwie bin ich fast der Meinung, wir sollen ja eh noch von der Aufgabe her noch weitere Bänke bauen. Das heißt, ich werde hier noch so ein klassisches Ding hinsetzen, was wir jetzt hier immer haben. Ja, machen wir es mal so, ist näher am Tresen dran. So, das kriegen wir schon noch gestemmt mit der Bedienung. Und das, da ist Platz, haha, da ist Platz hier für den wunderbaren Globus. Und dann kommt jetzt der große Moment. Ha, geil. Leute, das ist super geil. Eigentlich müsste hier noch eine zweite Lampe daneben einfach. Aber trotzdem, es ist fantastisch. Ich liebe meine Kneipe schon jetzt. Okay. Ja, ja, wir bräuchten eine zweite, haben wir aber kein Geld. Ist aber auch nur Ästhetik. So. Das haben wir auch abgeschlossen. Bei 50 kriegen wir 200. Serviere einen ganzen Tag lang nur Desserts. Dieser Tag ist gekommen. Wir nehmen Brot erstmal aus dem Angebot. Das gönnen wir uns. So, die Upgrades mache ich erst, wenn die Leute sauer werden. Okay. Haben wir alles? Ich denke, das können wir morgen Abend planen. Jetzt machen wir das noch nicht. Das. Fenster, Dessert. Dessert habe ich schon gemacht. Die Bar weiter rüber. Ja, das ist auch noch eine ganz gute Idee. Dann sind die Bedienungen noch ein bisschen weiter mittig. Sieht zwar ein bisschen doof aus mit dem Globus. Aber so kann man es noch machen. Das würde besser sein, wenn wir das Fenster hier... Warte mal, wir machen es doch schicker. Wir können das machen. Wir bringen den hier rüber. Das ist auch gut bei dem Abenteurertisch der Globus, Leute. Das ist perfekt. Wir nehmen einfach hier übrigens das Fenster weg. Dann ist es alles kein... Ach nee, es kostet uns 50. Shit. Ich kann nicht das Fenster wegnehmen. Oder? Doch, kann ich. So. Und jetzt kann ich das noch ein bisschen rüberziehen, ohne dass es doof aussieht, wegen des Fensters. Ja, das passt. Jetzt ist es richtig gemütlich. Okay. Ich würde sagen, perfekt. Gute Frage, ob mit deinem zweiten Koch mehr verkauft werden würde. Ich sehe leider nicht die Nachfrage. Also, gibt es irgendwo ein Indiz, wo man sieht, ob Bestellungen nicht aufgenommen werden können? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Zutaten aufgefüllt sind fast aufgefüllt. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ah, warte mal. Okay, das ist übrigens jetzt, was ich vorhin nicht kapiert habe. Es scheint so zu sein, dass man also sofort den Lohn zahlt und wenn die dann... Wenn wir dann im Minus sind, dann werden die sauer. Das ist natürlich richtig dämlich. Das ist natürlich doof. Gut, da muss ich ab sofort drauf achten. Jetzt wird es nochmal doof werden. Dunkel ist es eigentlich nicht. Ja, wir sind im Minus. Und diese werden tatsächlich sauer. Und liegt das daran, dass wir im Minus sind? Das ist ärgerlich. Ich werde seine Fähigkeit für Desserts nochmal verbessern. Weil wir ja nur Desserts verkaufen. Die Abenteurer haben noch kein Licht. Nein, das ist falsch. Die Abenteurer, den können wir auf eine Aufgabe schicken. Verfügbare Abenteurer. Okay, wie funktioniert das? Wagen beschützen.
Kosten 119, Schwierigkeit 40. Das heißt, wir müssen so viele Abenteurer einstellen, um das zu schaffen. Und dann kriegen wir Käse. Die Abenteuerstufe wird anhand des Ansehens berechnet und wirkt sich auf die Abenteuermacht aus. Das heißt, mit der Abenteurerstufe kriegen wir diese Abenteurer. Und vermutlich müssen wir den Wert 40 irgendwie übersteigen, oder? Irgendwie, keine Ahnung. Okay, wir haben eh im Moment kein Geld, müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen. Aber er ist noch schlecht gelaunt. Ja, das ist natürlich super ärgerlich. Da muss ich echt drauf achten mit dem Lohn. Ah, da sind sie, die Abenteurer. Ha, sehr lustig. Und das war doch die Dame. Es war bloß keine Bauchtänzerin. Ah, okay, warte mal. Heißt das, die sind da? Okay, alles klar. Die sitzen jetzt am Tisch. Okay, verstehe. So, das läuft alles. Okay, jetzt heißt es Geld verdienen, um aus dem Minus rauszukommen. Und dann achten wir mal das nächste Mal drauf, ob die grundsätzlich vielleicht am nächsten Tag sauer werden oder weil wir im Minus waren. Desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Abenteuer gelingt. Ah, okay, alles klar. Ja, lustig, das mit den zwei Musikern klappt auch. Perfekt. Sehr schön. Ja, gefällt mir. Jetzt ist nur die Frage, noch eine Frage, ob wir mit einem Koch mehr verdienen würden, mehr Geld machen würden. Wir beobachten mal, ob er ständig was zu tun hat. Er ruft. Im Moment hat er echt ständig was zu tun. Als wäre er komplett ausgelastet. Jetzt steht er rum. Jetzt hat er keine Bestellung mehr. Okay. Was ist hier mit Menü? Levelaufstieg. Obstschale. Und hier ist auch noch was. Level erhöht. Sorge dafür, dass das gesamte Personal über 80% glücklich ist. Was heißt über 80% der Zeit? Okay. Das ist eine nervige Quest. Wo seht ihr, dass der Koch mehrere Bestellungen im Rückstand ist? Woran sieht man das? Im Moment steht er hier einfach nur rum. 80% Zufriedenheit. Wo sieht man die Prozentzahl der Zufriedenheit? Dass alle ein Lächeln haben. Ah, 62%. Ah, okay, alles klar. Na gut, dann machen wir das mal. Erhöhen wir mal so viel. 62. 67. 77. Ah, das ist, bis er das Lachen hat. Ah, alles klar. Oh mein Gott, das wird teuer. Egal. Wir wollen die Quest erfüllen. Sie lacht schon. Sie lacht auch schon. Okay, perfekt. Müsste eigentlich erfüllt sein. Jawohl. So, damit kriegen wir die 200. Und dann kriegen wir das Käserezept. So, jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo wir die mal losschicken können, oder? Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber wir machen es. Erfolgschance. Ah, warte mal. Mehr als 100% brauchen wir ja einen, ja? Was ist. Ah, das heißt, man könnte zwei Abenteuer auf einmal machen. Ah, das ist der Hintergrund. Okay, verstehe. Das würde dann nicht mehr reichen. Wahrscheinlich könnte auch weniger machen, wenn man es riskieren will. Dass, und nicht. Also, man muss ja auch nicht 100% haben. Man kann es ja auch mit 90% riskieren. Interessant. Verstehe, verstehe, verstehe. Sofort wieder den Lohn verringern. Ja, genau.
Sehr schön. Gut gefüllt, die Bude. Ah, ich finde das so schön. Der Blick hier runter ist echt schön. Gefällt mir. Ich soll die anderen auch wegschicken, aber wir kriegen keine. Was passiert, wenn man es nicht schafft? 80%. Ja, komm, wir schicken. Da habt ihr wahrscheinlich nur das Geld verloren. Gut, wir schicken sie auch weg, ja. So, langsam wird es hier eng. Die Abenteurer trinken vermutlich auch viel, ne? Wobei, die sind doch eigentlich weg. Ah, die trinken gar nicht, die sind weg. Wir haben nur einen Tisch mehr. Hier stapelt sich das auch schon so ein bisschen. Ah, die kommt schon zurecht. Zweite Lampe neben die Bühne. Ja, okay. Machen wir. Ich wollte damit ein bisschen rumgeizen, aber okay. Ich wollte es erst heute Abend machen. Uiuiui, die Getränke. Naja, das wird schon. Gut. Bühnen brauchen gute Beleuchtung. Uiuiuiui. Okay, ich denke, wir können ein bisschen schneller machen. Weil jetzt ist eigentlich nicht viel zu tun. Ja, Getränke werden ganz gut abgearbeitet. Find's okay. Das ist jetzt aber auch wirklich das Maximum, was hier geht. Sitzplatzmäßig. Forschung. So, wir haben Ehe. Kamingrill. Unbegrenzte Kellnerinnen. Das ist natürlich gut. Wasser aus dem Angebot nehmen? Geht das? Und hier Getränkepreis. Auch interessant. Aber Leute, Kellnerin ist im Moment unser Problemfall. Wir brauchen aber diese 30 Gäste. Aber das kriegen wir vielleicht mit dem Event. Ah, Leute, das ist irgendwie wichtig. Ich starte damit mal. Keine Ahnung, wie wir jetzt an die 30 kommen. Aber wird schon irgendwie. Was haben wir hier? Ein Level Up bei Lana. Ja, die Kellner sind echt wichtig. Mache ich deswegen mal. Wir machen mal Geschwindigkeit nicht tragend. Könnte ja auch relevant sein. Oder ist auch relevant. Gut. Okay. Ah, wir haben irgendein Ding hier noch. Ah, jawohl. Das haben wir. Noch vier, dann kriegen wir das Rezept. Dafür brauchen wir aber 50 rote. So. Sehr schön. Okay, 128 Getränke. Das ist ein mehr als gestern. Aber 20 Essen. Ich glaube, wir kommen mit dem Essen nicht weiter ohne zweiten Koch. Aber da brauchen wir auch mehr Kellner, glaube ich. Das muss ja auch verteilt werden, ne? Okay. Zwei haben wir bekommen. Sehr schön. Zwei seltene. 35,9, 35,3. Essensbestellung haben länger gedauert. Zubereitung hat länger gedauert. Essenservierung hat länger gedauert. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen am Limit. Gut. So, jetzt ist es so, dass wir am nächsten Tag eine Veranstaltung planen können. Wir haben aber noch nicht, und das ist super schade, wir haben noch nicht Käse und noch nicht das Käserezept.
Das heißt, wir müssen wieder den Stammtisch machen. Und für den Stammtisch, Leute, brauchen wir eigentlich keinen Ausbau. Aber wir brauchen die 20 roten Gäste. Ja, hilft nichts. Das heißt, es wird so ein Durchlauftag, wo wir gar nichts verändern. Warum soll ich die Prioritäten für die Kellnerin aufheben? Ich weiß, der Stammtisch noch nicht reicht, aber was sollen wir machen? Ich weiß, dass ich 30 Gäste brauche. Schon klar. Es ist mir bekannt. Die Frage ist, kommen wir, wartet mal, ist die Frage, kommen wir ansonsten, ah ja, warte mal, wir kriegen ja neue Aufgaben und wir kriegen Käse. Das heißt, wir müssen hier gar nichts machen. Halt, außer für diese Quest. Für die Quest wären 20 gut. Das heißt, wir könnten Folgendes machen. Wir nehmen hier den Stammtisch und übermorgen die Weinverkostung. Und dann haben wir gleichzeitig mit die Quest erledigt. Nein, aber das geht deshalb nicht. Obwohl, weiß man nicht. Wir wissen nicht, was für Tagesaufgaben wir bekommen. Ob wir... Aber müsste eigentlich gehen, oder? Nee, wir machen das so. Wir machen morgen den Stammtisch, lassen einfach durchlaufen und hoffen, dass wir über die Tagesaufgaben das Rezept kriegen, 4 Punkte kriegen. Irgendwie geht das schon. Und dann machen wir die Weinverkostung. Nein! Shit! Dann kann das nicht hintereinander machen. Okay, wenn das so ist, kann ich das wieder absagen? Ah, okay. Alles klar. Da muss immer eine Pause sein. Nee, dann machen wir es nicht. Dann machen wir einen normalen Tag. Warum sollte ich den entferntesten Tisch vom Ausschlag wegnehmen? Ist doch gut gelaufen. Leute, vergesst, ihr seid so auf Optimum getrimmt. Der Deutsche ist so auf Optimum. Ist doch super. Keiner hat sich beschwert. Wir haben das alles gerade so hinbekommen. Wir müssen am Limit sein, nicht im Optimum. Ja, Brot wieder verkaufen. Genau, guter Punkt. Das nehmen wir wieder rein. Okay, gibt es sonst noch irgendwas? Nö. Exklusive Tische bringen rote Gäste. Was sind exklusive Tische? Was ist damit gemeint? Exklusive Tische? Sind das die teureren Tische? Diesen Begriff habe ich hier noch nicht gehört. Kleine Tische. Ja, nee, passt auf. Leute, wir machen noch einen Geldverdientag. Wir gucken, was wir hier haben. Beende eine beliebige Forschung, kriegen wir nicht hin. Kaufe ein neues Fass El. Wie ein neues Fass El. Erreiche 2 Sterne. Vielleicht kriegen... Was? Was meint er mit neues Fass El? Ah, wir können jetzt erstmals Ehe verkaufen. Oh ja, richtig. Stimmt. Ja, easy. El machen wir voll. Und übrigens sind wieder sauer geworden. So, das heißt... Nein, es fehlt nur noch ein Punkt. Okay, die Forschung können wir nicht beenden. Wir müssen 2 Sterne mit irgendeinem Essen erreichen. Ist das realistisch? Nein. Shit. Na gut. Geht halt nicht. So, was ist mit dir, mein Freund? Nee, da wollte ich nicht hin. Was ist mit unserem Koch? Unser Koch ist schon wieder sauer. Nee, der Apfelkuchen ist 1 Stern. Kurz vor 1 Stern, nicht kurz vor 2 Sterne. Können wir die Forschung wechseln? Ja, das ist eine gute Frage. Doch auf Getränkepreis gehen. Warum kann ich das nicht erforschen jetzt?
Ich brauche beides. Ah, klar, Kamingrill, alles klar, verstehe. Dann könnten wir das noch machen, um die Quest zu beenden. Alles gut. Auch wenn wir die Gäste nicht brauchen, weil wir eh schon voll sind, aber das machen wir jetzt für die Quest, würde ich sagen. Falls wir das an diesem Tag überhaupt hinbekommen. Abenteurer, guter Hinweis. Die können wir noch wegschicken. Ach, wir haben jetzt schon Käse, ne? Warte mal, sind die... Wir wurden gar nicht informiert. Haben wir jetzt... Hä? Wo ist der Käse hin? Ich dachte, die haben Käse zurückgebracht. Oder sind das neue Abenteuer? Die sind noch unterwegs, ja. Aber warum sitzen da denn... Da sitzen andere. Das sind neue Abenteurer. Ach so. Okay. Dann ist die Frage, brauchen wir eigentlich das Zeug, was die hier holen? Hier sind sie noch unterwegs. Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, man kann Käse nicht genug haben, ne? Ah, okay, Leute. 100. Und Erdbeeren auch nicht. Die Weisheiten eines Wirtes. Kommt, los, weg mit euch. Einfach lesen. Danke für diesen passiv-aggressiven Kommentar. Ja, ich lasse da den einen alleine sitzen, das stimmt, ja. Der hält ohne Namen. Umso höher, desto besser, ab und zu sparst du damit Geld. Ach so. Ah, okay, alles klar. Warte, was ist hier los? Wir können hier einen Levelaufstieg machen. Okay. Der Rubel rollt. So sieht's aus. Getränke werden gut ausgeteilt. Also im Moment würde ich sagen, ziemlich perfekt alles organisiert. So, Forschung geht auch langsam hoch, aber wird gerade so nicht reichen, so wie es aussieht. Das bedeutet, wir haben die Voraussetzungen für das Event nicht. Scheiße. Müssen wir noch einen Tag abwarten, ehe die Forschung durch ist, weil wir dieses Käserezept nicht haben. So, Getränkeverkauf ist so gelaufen. Wisst ihr was? Ich stelle einen neuen Koch ein. Das können wir dann als Neuerung noch machen. Da hat er nämlich sogar weniger geschafft. 52 Sitzplätze, 92%, 3. Gestern 2, okay, 3 rote Kunden, alles klar. Verärgert war niemand, alles gut. Naja, Käse müsste ja heute kommen, ne? Käse müsste heute kommen. So, also das Problem ist folgendes. Wir kriegen Käse, aber die Frage ist, ob man den haben muss in dem Moment, wo sie kommen. Ich würde sagen, wir werden noch einen Tag Geld verdienen und dann die Weinverkostung am übernächsten Tag machen. Spielen wir mal ganz, ganz ruhig safe das hier runter. Okay, die Forschung werden wir beenden. Wir haben dann das Rezept und so weiter und dann funktioniert das auch. Gut. Die einzige Neuerung, die ich mache, dass wir mal beobachten, was passiert, wenn wir einen zweiten Koch einstellen. Das Rezept bekommen wir doch. Deswegen warten wir auf die Forschung. Das Rezept bekommen wir hier. Neues Rezept. Wenn wir diese Forschung beendet haben. Das ist ja der große Plan. Alles klar. Wir holen mal einen neuen Koch. Die Frage, wir haben jetzt einen, der ist gut bei Desserts. Suppen können wir noch nicht. Ob es gut ist, wenn er Erfahrung hat, weiß ich nicht. Das mit der Stimmung ist ganz gut. 442. Ein fürs Hauptgericht ist auch ganz gut.
Nee, wir haben den anderen schon auf Dessert-Maximum. Ich nehme mal jetzt Hauptgericht. Wir nehmen Lammdolf. So, er ist gut drauf. Mal gucken, ob die einfach so arbeiten können. Nö, ich will doch mal ausprobieren, ob wir jetzt mehr verkaufen. Da kann ich ja nicht den alten feuern, wenn ich das ausprobiere. Okay, also es hat nichts mit dem Geld zu tun, ob die Leute hier schlechte Stimmung haben. Das kann man schon mal sagen. Die kriegen das einfach so. Ich mach mal nur so auf so. Sie wird ja dann, kriegt sowieso ihr. Die werden ja sowieso bald aufgelevelt, ne, ey. Dann werden sie lachen. Essen muss ich auffüllen, ja, guter Hinweis. Und Bar, ja. Was ist denn heute los? Gucken wir uns das erstmal an. Bediene mehr als 90 Kunden, das kriegen wir auch locker. Beende Forschung, alles klar, zwei Sachen kriegen wir. Gut, wir hauen mal hier alles nachfüllen und dann geht's los. Wollen wir die Abenteurer auch wieder losschicken? Das Problem ist. Ah, warte mal. Nee, Menü ist ja nicht da. Ah, ich weiß nicht genau. Sind die jetzt schon angekommen mit dem Käse? Nee, noch nicht. Ja, noch verdienen wir ganz gutes Geld. Ja, die Köche stehen rum. Im Übrigen, das mit dem Austauschen, das bringt nicht so viel, weil die steigen ja schon mit dem hohen Level ein, ne? Aber er verdient weniger. Die Abenteurer täglich schicken? Ja, meint ihr? Na gut, schicken wir sie täglich. Dann gönnen wir uns hier mal ein bisschen Pilze. Und wir holen noch ein. Einmal Käse. Okay, also ich habe das Gefühl mit den. Ja, wir warten mal ab. Jetzt ist er da auch am Start. Also jetzt arbeiten sie beide. Noch nicht zu früh entscheiden. Da kann ja noch was passieren. Hugo kriegt sein Level ab. Die fertigen Abenteurer muss ich noch bestätigen. Ah, okay, alles klar. 11, 13. Okay, verstehe. Danke für den Hinweis. Das heißt, wir haben Käse, haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch die Forschung und dann haben wir das neue Käserezept. Dann können wir am nächsten Tag die Weinverkostung machen. Ist ja wunderbar. Speisekarte brauche ich nicht jetzt. Jetzt. Jetzt haben wir die Forschung. Okay, Leute, jetzt kommt als nächstes unbegrenzte Kellnerinnen. Jetzt sacken wir uns das ein. Jetzt haben wir das neue Rezept. Und können. Wo ist denn das neue Rezept? Hä? Ah, warte mal, das ist Vorfall, das ist ein Event-Rezept. Oder was soll Vorfall heißen? Vorfall? Warum heißt das Vorfall? Was meint hier Vorfall? Können wir das jetzt auch schon normal verkaufen? Sieht so aus. Ah, aber man möchte vermutlich den Käse aufbewahren. Ja, das brauchen wir für das Event. Das bekommt nur die geschlossene Gesellschaft. Genau, das werden wir erst beim Event servieren. Ja, ich verstehe schon. Okay, alles klar. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir mehr Essen verkaufen. Im Moment würde ich sagen, nein. Brot ist schon lange wieder an, Leute.
schon seit 3 Tagen oder so. Das gute Bier wird schal. Nein. Die Leute hauen ja ab, wenn sie nicht bedient werden. Und wir haben es nicht einen sauren Gast gestern gehabt. Und außer vielleicht ein bisschen mehr Essen hat sich zu gestern nichts verändert. Allerdings tatsächlich sind weniger Leute. Ne, obwohl, jetzt ist ja gegen 0 Uhr. Das heißt jetzt gar nichts. Okay, was haben wir hier noch? Das machen wir mal morgen. Level up. So, wir haben 0 Uhr. Prima. Okay, also 118 Getränke, gestern 117, Essen 23, gestern 19, aber bei 22 lagen wir auch schon mal. Aber warte mal, gut, wir haben aber deutlich mehr eingenommen beim Essen. Das ist schon ein relevanter Unterschied. Interessant. Event kommt noch. Alles. Pass auf, ich mache erstmal alles so, wie ich denke. Und dann, bevor ich weiterklicke, frage ich euch, habe ich was vergessen? Und dann ist der Moment, wo ihr schreiben könnt, ob ich was vergessen habe. Okay. Die können nur aus einer Truhe ihre Vorräte nehmen? Ja, aber ich weiß nicht, ob das so ein großer Nachteil ist, ehrlich gesagt. Ah, die Zeit für die Essensbestellung haben sich drastisch verkürzt. 45 auf 28, ja. Auch die Essenszubereitung ist schneller gegangen. Alles ist mit dem Essen schneller gegangen. Getränke servieren hat ein bisschen länger gedauert. Vermutlich, weil ein bisschen mehr Essen ausgegeben wurde. Ich würde mal sagen, wir lassen den mal. Den Koch bei uns. Okay, Leute. Dann kommt jetzt das Event. Jetzt müssten wir eigentlich soweit sein. Wir sacken kurz hier noch ein. Bedienen mehr als 90 Kunden. Okay. So, die Anforderungen erfüllen wir. Ah, wir wissen übrigens, wir brauchen Erdbeeren. Müssen wir mal für das nächste drauf achten. Weinverkostung. Das ist jetzt das Thema. Wein für 7. 300 Belohnung. Okay. Prima. Das heißt, damit werden wir dann auch die Forschung hinbekommen. Ja, Leute. That's it. Das heißt, es wird auch ein gemütlicher Tag, weil nur 30 Gäste sind. Ist ja überhaupt kein Problem. Habe ich noch was vergessen? Die große Frage. Das haben wir genug. Essen. Ja, Essen habe ich noch vergessen. Obst wird noch aufgekauft. Das war's. Und ich würde sagen, das... Na, mal sehen. Rezept freigeben. Oh ja, das habe ich vergessen. Da habt ihr recht. Das sollte ich unbedingt tun. Käse ist ja da, ne? Käse 11. Ich hoffe, wir brauchen jetzt keine 30 Käse oder so. Die Musiker brauche ich nicht an dem Tag. Stimmt, richtig. Da können wir noch optimieren. Guter Hinweis, weil die Gäste kommen ja eh und bleiben eh den ganzen Tag. Kleiner Tisch brauchen wir jetzt auch nicht. Da standen 10, ja. Naja, ich glaube, da standen 10, weil man 10 braucht, um es auf ein nächstes Level zu bringen. Das hat jetzt nichts mit der Anzahl der zu tun, aber als Voraussetzung, ja. Okay. Nee, ich schmeiß jetzt... Nein, Leute, ich bin doch ein sozial verantwortlicher Wirt. Wir schmeißen jetzt unsere Kellnerin nicht raus, wegen dieses einen Tages. Das machen wir nicht, das kommt nicht in Frage. Ach, die Abenteurer, die dürfen da sein. Okay. Pass auf, wir brauchen Erdbeeren. Und dann war es noch mit Pilzen irgendwas. Halt, aber vielleicht wollen wir auch noch ein bisschen mehr Käse haben, wenn wir das Käserezept weitertreiben wollen. Machen wir das mal. Ja, ja, perfekt. Naja, bei den Musikern ist das was anderes. Musiker sind Honorarkräfte, Leute. Die bezahlt man halt ein für den Tag. Oh, warte, warte, warte. Hier ist jemand sauer. Das ist was anderes. Quests müssen wir uns angucken. Ja, ja, ja. Alles klar. So, Geschwindigkeit. Wird mal allgemein so erhöht. Quest, was ist hier los? Stelle Musiker ein. Okay, dafür kriegen wir... Wow.
Ja, das nehmen wir dann doch irgendwie mit, oder? Aber das gilt dann erst für den nächsten Tag, ne? Erreiche 2 Sterne, das. Ja, mehr können wir nicht machen. Ich glaube, das gilt für den nächsten Tag, oder? Kommen die jetzt noch? Ja, wird morgen angewendet. Naja, morgen haben wir dann wieder Musiker. So, tatsächlich wird überall nur Wein verkostet. Ist ja toll. Großartig. Abenteuer bestätigen. Sehr gut. Nee, ernsthaft? Das ist ja. Okay, jetzt haben wir ein bisschen. Das war ein bisschen cheesy. Wir haben nur einmal draufgeklickt und wieder weggeklickt. Ja, von mir aus nehmen wir gerne mit. Netter Mitnahmeeffekt. Rotwein müssen wir. Rotwein ist bald alle. Leute, warum wollen wir eigentlich expandieren? Wir können doch hier so viel Geld scheffeln, wir können uns doch hier schon nach einem Monat zur Ruhe setzen. Da bauen wir uns selber so eine Burg hin, wie in der Nachbarschaft. Nettes Einkommen nebenbei. Okay, wir haben hier noch ein mögliches Level-Up. Aber sie ist so gut gelaunt, das machen wir erst, wenn sie doof drauf ist. Im Moment brauchen wir sie auch nicht. So, damit haben wir die 30. Forschung müsste jetzt auch. Jawohl, zack. Ha! Haha! Jetzt können wir unbegrenzt Kellnerin. Das nächste muss dann der Kamingrill sein. Oder Milchapfel. Ja, komm, den Kamingrill brauchen wir wegen der Getränkepreise. Die 10, die kriegen wir dann auch schon irgendwie. Okay. Jetzt haben wir echt gutes Geld verdient. Sehr schön. Das hat sich mal richtig gelohnt. Getränke, die trinken ja trotzdem richtig gut, ne? Weil sie konstant trinken. Und wow, schaut mal, das hat sich ja richtig gelohnt, weil die diesen teuren Wein getrunken haben für 7. Den verkaufen wir normalerweise für 4. Echt gut. Echt gut. 10 essen nur, okay. Also die Köche, die konnten sich heute ihre Eier ein bisschen schaukeln. Gut. Prima. Solide. Wie viel Käse ist noch übrig? Das ist eine sehr gute Frage. 11. Das heißt, die haben tatsächlich nur, ich glaube, diese einmal 10 oder 11 verbraucht, ne? Könnte das sein? Ich glaube, das ist so. Okay, menümäßig können wir hier einen Levelaufstieg mit dem Käse machen. Ja, das heißt, solange wir Käse im Inventar haben, können wir das Käsesache auch drauf lassen. Wobei, scheint aber nur beim Event verkauft zu werden, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Okay, liebe Leute. Was wäre der nächste große Plan? Wir gucken mal ganz kurz. Wir kriegen hier, aber das dauert noch ein bisschen, ein neues Rezept. Das Rezept brauchen wir, um, glaube ich, das nächste große Event zu veranstalten. Genau das hier. Für 50 Gäste. Wasserbier Ale. Ja, okay. Ich würde sagen, wir hätten ziemlich gut Geld, um jetzt einen großen Umbau zu starten. Vor allem, weil wir unbegrenzt Kellnerinnen haben können. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, jetzt haben wir erst die Voraussetzung, um jetzt zu expandieren. Ne? Okay. Ich würde sagen, also der nächste Schritt ist, dass wir mit dem vielen Geld, was wir jetzt haben, unsere Kneipe ausbauen. Und zwar maximal ausbauen. Also vielleicht sogar die gesamte Fläche bespielen. Warum eigentlich nicht? Warum jetzt noch Zwischenschritte machen, oder? In der Mitte irgendwie 2 Tresen vielleicht. Mal gucken. Ah ne, es geht ja nicht. Der Tresen bleibt in der Mitte. Kochstelle kommt auf die andere Seite. Und dann machen wir es also ein bisschen großzügiger. So. Zweites Stockwerk würde ich erstmal noch nicht machen.
Ich würde gerne unten, glaube ich, erstmal auf Maximum gehen. Jo. Okay, Leute. Ihr Lieben, das werden wir aber jetzt nicht, weil das jetzt wirklich ein großer Schritt ist und mit viel Fummelei zusammenhängt. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Und das nächste Mal ist Donnerstag. Ich denke, wir sind uns so einig, dass das Spiel großen Spaß macht und dass es hier offenbar noch ziemlich viel zu entdecken gibt. Also gibt es keinen Grund, das Projekt jetzt hier irgendwie abzubrechen. Im Gegenteil, ich werde das so lange fortführen, bis wir keinen Bock mehr haben oder bis wir ans Ende der Möglichkeiten gekommen sind.